whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir beim 16. Rennen bei Racing League eSports, also das viertletzte sozusagen. 19 haben wir insgesamt, geht so langsam in die Schlussphase rein. Heute haben wir 60 Minuten auf dem Hungaroring vor uns und mal gucken, wer da so punkten kann heute. Die üblichen Verdächtigen sind wieder alle dabei, würde ich mal sagen. Zumindest alle, die da tatsächlich in der Gesamtwertung noch ein bisschen was zu melden haben. Qualifying hat bereits natürlich begonnen, wie immer, sind immer ein bisschen später dran hier, aber 17 Minuten sind noch Qualifying, danach eine Stunde Rennen. Wir gehen erstmal auf die Strecke, schauen mal an, wer denn heute wieder mal dabei ist. Und da fangen wir natürlich wie immer an bei der Nummer 1. Boberino, moin moin, herzlich willkommen. Die Nummer 1 ist hier Ricardo Hillegeis, Go Fast Racing. Ja, wie gehabt, der Führende der Gesamtwertung immer noch mit 349 Punkten. Hat also ein bisschen mehr als 50 Punkte Vorsprung aktuell vor Nick Hursfeld, sein größter Verfolger aktuell. So, schauen wir mal, hat er schon eine Zeit gesetzt? Na, noch nicht, müsste jetzt, glaube ich, eine kommen. Schauen wir mal, 1,44,1, das ist erstmal die Benchmark hier. Wir gehen mal zum Auto mit der Nummer 11, das ist die nächste Nummer von Max Ohlinger. Mosquito Motorsport, auch ein BMW M4, den wir hier sehen. Auch gerade über die Linie jetzt hier dabei. Und dann gucken wir mal da, wo es hingeht. Auf die 3 erstmal eine Sekunde ungefähr Rückstand, 9 Zehntel. Gela auf der 2 mit 8 Zehnteln. Aber das sind ja so erst die ersten Runden hier. Also da werden wir sicherlich noch mal ein paar engere Abstände haben und ein bisschen bessere Zeiten sehen hier. Wir gehen mal zu Christoske rüber. Das ist die Nummer 13, Monkey Town Racing. Ganz, ganz viele Monkey Towns wieder dabei heute. Meistens im Porsche. Er hier der einzige Audi mit der 13. Auch gerade hier in der vorletzten Kurve unterwegs. Die 180 Grad links, dann geht es 180 Grad rechts rum. Ja, eher die unspektakuläreren Kurven hier auf der Strecke. Eine Strecke, auf der man nicht so einfach überholen kann. Kurve 1 auf jeden Fall, da geht es vielleicht doch mal was. Aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger, vor allem der mittlere Abschnitt mit den ganzen Links-Rechts-Passagen. Da brauchst du ordentlich Rhythmusgefühl, einen guten Flow, damit du da schön die Geschwindigkeit mit durchnehmen kannst. So, Christoske sehen wir jetzt mit 1,2 Sekunden auf der 11. Dann haben wir auf der 8. Position schon den Ben Utzer, RLE Racing Ducks mit der Nummer 23. Hier der McLaren, der Orangene, wie gesagt, hier gerade im mittleren Sektor unterwegs, wo es immer rechts, links abwechselnd geht. Und da das nicht zu weit rauskommt, da rechts zum Beispiel, da kannst du hier ganz schnell einen Cut holen. Dann geht es hier runter zu dieser Rechtskurve und dann sind wir wieder bei den letzten beiden Kurven, wo er bis jetzt noch keine Verbesserung herausholen konnte auf jeden Fall. Delta jetzt ein bisschen ins Grüne gegangen, aber noch ist er da knapp eine Sekunde hinter der Spitze. Aber direkt vor ihm relativ knapp, also bis Position 5, da sind es tatsächlich nur 2 Zehntel. So, jetzt haben wir Hillegeis mit der neuen schnellsten Runde, 43,4, also nochmal richtig, richtig was nachgelegt hier. Zack, ist er jetzt schon wieder 1,5 Sekunden auf der 6. Position hinterher. Dann gehen wir zu Nick Hursfeld, wie gesagt, der erste Konkurrent von Ricardo Hillegeis in der Gesamtwertung. Musste letzten Rennen ein bisschen liegen lassen, vorletztes Rennen nicht mitgefahren. Letztes Rennen 20 Punkte geholt, Hillegeister 30 plus 1 für die schnellste Runde. Also 11 Punkte konnte er da nochmal ausbauen. Gucken wir uns daher natürlich nochmal an. Auf der 19 haben wir gerade die Nummer 30, Tim Schafhauser sehen wir hier, ein Aston Martin, Direct Drive Dudes. Mal sehen, wo ist er noch auf der 19. Ja, noch keine richtig gute Zeit gesetzt, würde ich mal sagen. Er hier mit 3,1 Sekunden noch im Rückstand. Aber 2 Zehntel bereits hier in den ersten 1-2 Kurven gefunden. Das geht hier ganz schnell auch hier den Schwung rausnehmen. Vollgas durch diesen Rechtsknick. Nicht so viel Curb mitnehmen, ist doch sehr, sehr unruhig. Auch da nicht so weit rauskommen. Da haben wir auch mal gute Chancen, sich einen Cut zu holen. Genauso wie hier am Ausgang. Also DTs könnten heute vielleicht nochmal ein Thema werden. Schauen wir mal. Überholvorgänge, wird es wahrscheinlich eher weniger geben heute. Aber schon 4-5 Zehntel fast gefunden. Jetzt war auf dem Weg zur Schikane. Gehen wir weiter zum nächsten Audi. Das ist TF Racing Team, der Lukas Hunter mit der Nummer 33, Position 14 im Moment. Auch gerade dabei, hier eine neue Runde zu starten. 13 Minuten hat er ja noch Zeit. Also da wird er noch so ein paar Runden ranhängen können. Bedingungen sehr, sehr gut. Wir sehen es hier trocken. Strecke optimal. Temperaturen auch sehr, sehr angenehm, würde ich mal sagen.
Also mal sehen, was da ja die Zeiten so sagen. Illega ist gerade in der Box. Husfeld auf der 2. Also auch da wieder beide ganz, ganz dicht hintereinander vorne unterwegs. So, Pierre Meyer, das ist der Dritte im Bunde, der Dritte in der Gesamtwertung. Der müsste da immer noch sehr, sehr safe sein. Ja, nach vorne, was sind das? Ja, knapp 80 Punkte Rückstand auf die 2. Aber nach hinten, da hat er auch einiges an Abstand, 32 Punkte nämlich zu Benedikt Alisch und Philipp Witzmann dahinter auch nochmal auf der 5, die beiden Teamkollegen von AKW. Also Pierre Meyer, sein Ziel wird sein, da Position 3 in der Gesamtwertung zu holen. Aber wenn er hier halbwegs punktet, momentan auf der 5, sollte das kein Problem für ihn sein. So, Stefan Krehling, den haben wir hier im Porsche für Mosquito Motorsport. Einen Teamkollegen haben wir eben schon gesehen im BMW. Er jetzt hier auch wieder auf der Stadtzielgeraden unterwegs zur ja, relativ harten Anbremsphase hier Kurve 1. Auf der 5. Position liegend. Eine Sekunde Rückstand nach ganz vorne. Ja, da sehen wir einen Porsche-Kollegen, ein bisschen weit rausgekommen. Da dürfte die Runde bereits ungültig sein. Da macht er auch Lichthupe und zeigt ja an, dass er vorbei möchte. Denn er hat natürlich noch eine gültige Runde im Delta. Oliver Gehler, da weitere McLaren. Dahinter haben wir den anderen schon gesehen, der da hinterher fährt. Hier die Nummer 70. Oliver Gehler, auch nochmal Mosquito Motorsport. Also auch nochmal ein Teamkollege. Also wir sehen hier viele Teams mit ja, mehreren Fahrzeugen natürlich unterwegs. Gibt ja auch eine Teamwertung. Er gerade noch in den Top 10 unterwegs. Vor, hinter ihm gar nicht so viel Unterschied. Also da zählt tatsächlich jede Kurve, jede Zehntel, jede Hundertstel, die man da rausholen muss. Auch da war sehr weit draußen, aber immer noch gültig. 0,4 Sekunden. Jetzt heißt es noch hier die letzten Kurven gut zu meistern. Gar nicht so einfach hier. Die ziehen sich immer so ein bisschen. Doch relativ ja, langwierig, diese Links-Rechts-Kurven, die letzten beiden. So, aktuell auf keiner gültigen Runde, aber auch gerade in den letzten Zügen dieser Runde zumindest. Chris Schneider, Schneider Racing mit der 91 im BMW M4. Da gucke ich mal kurz. Chris Schneider, wo ist der in der Gesamtwertung? Auf der 7. Er hat eine Position verloren, weil er letztes Rennen nicht mitgefahren ist. Hat da so ein bisschen was liegen lassen. Thomas Weinzettel hat nämlich 3 Positionen gewonnen auf der 6 in der Gesamtwertung. Der ist, glaube ich, Dritter geworden im letzten Rennen. Also da ja, muss er nochmal zusehen, hat auf jeden Fall nochmal Chancen auf Platz 5, vielleicht noch Platz 4 in der Gesamtwertung, muss man mal gucken, was da noch so rauskommt. Jetzt steht er in der Box, deswegen gehen wir mal weiter zu Daniel Müller, Monkeytown Racing, die 169, Position 15, gerade auf einer Outlap unterwegs, sind ja auch gerade ungefähr bei der Halbzeit des Qualifyings, da werden manche nochmal reinkommen und nochmal frische Reifen draufziehen, dann hier nochmal 1, 2, 3, 4 gute Runden hinlegen hoffentlich. So, Zeiten haben wir auf jeden Fall von allen schon mal. Das Ganze fällt hier innerhalb von 2 Sekunden. Ja, bisschen weniger zum Teil sogar. Also da dürfte es noch relativ eng werden. Zumindest ab Platz 2 aktuell. Wobei Lukas Finke auf der 2 gerade ja, ganz, ganz knapp hier auf einer schnellsten Runde unterwegs ist. Aber erstmal gehen wir zu Benedikt Alisch. Den haben wir hier im Bild AKW, die 179. Der hier auch noch mal aufs Podium auf jeden Fall heute ja, fahren wird, denke ich mal. Der ist auf jeden Fall aktuell auf der 4. Mal sehen. Momentan ein bisschen zu weit raus, damit auch die Runde ungültig. Aber vielleicht findet er nochmal hier und da was. Geht hier mal ganz schnell auf der Strecke. Dann die 202 Monkeytown Racing. Der nächste Porsche auf der 12. Markus Pielberg ist das. Pielberg auf der 10. Position in der Gesamtwertung. Ja, letztes Rennen leider nicht beendet, sehe ich. Aber davor das Rennen, weiß gar nicht, Amerika war das, was... Indianapolis, weiß es gar nicht mehr genau, hat er Platz 2 sich geholt, 27 Punkte, sein bestes Ergebnis. Also auch er hier noch gute Chancen in der Gesamtwertung in den Top 10 nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu rücken. Dafür sollte er aber nochmal etwas ja, hier rausholen und nach vorne kommen. Die ersten 15 Positionen bekommen ja Punkte, plus natürlich noch die schnellste Runde und noch, ja, ich glaube, das war's dann. Also hier gehen wieder ein paar Leute heute leer aus. Wir gehen mal auf die 7. Position. Das ist Philipp Witzmann, der ja, Teamkollege, genau die 390, der hier ja, auf jeden Fall auch in den Top 10 mitfährt. Auch der braucht nur so mal eine Zehntel nochmal rausholen. Dann kann er hier auf Platz 4 fahren. Ja, ist mit Boxenstopp, genau. Ein Boxenstopp muss man machen. Lukas Finke haben wir hier auf der 2 immer noch, war da eben auf einer sehr guten Runde unterwegs, aber konnte hier ja, die Pole Position noch nicht holen. Jetzt fährt er nochmal raus und guckt, dass er das nochmal wiederholen kann. Sektor 3 hat da auf jeden Fall die absolute Bestzeit, 28,6 Sekunden hier. Moin, Captain, moin. Also, schauen wir mal, was er noch rausholt. Jetzt fährt er erstmal raus. Dann die Daniela heute auch mal wieder dabei. Die hat ja 6 Punkte sich mal holen können. Ist nicht so regelmäßig dabei. Punkte technisch, wie gesagt, nur einmal müsste... Ja, was war das? Monster gewesen sein?
irgendwas in Italien auf jeden Fall. Auf der 31 in der Gesamtwertung. Also mal sehen, ob es heute in die Punkte geht. Wie gesagt, die ersten 15 kriegen heute welche. Also sind nicht so viele, die ja leer ausgehen. Patrick Gonzalez haben wir dann auf der 18, der Aston Martin Go Fast Racing. Dahinter im Grund sehen wir einen Teamkollegen. Go Fast Racing normalerweise mit 3 Autos unterwegs. Ich glaube, Philipp Nowak, der auch noch BMW fährt, ist heute nicht von der Partie. Also Ricardo Hillegeist und Patrick Gonzalez für Go Fast Racing heute unterwegs. Er hier, ja, eine Hundertstel gerade mal hinter Lucas Santa. Gerade auf einer Outlap unterwegs. Macht hier gerade schön Platz für die, ja, folgenden Autos, denke ich mal. Schauen wir mal. Und dann gehen wir mal weiter zu Lenz Live, die Affenbande. Haben wir hier im Porsche, haben wir eben schon gesehen, wo er ein bisschen off-track war. Da wird auch ein bisschen raus, geht auch ein bisschen raus hier beim Anbremsen für die vorletzte Kurve. Ungültige Runde aktuell. Also nochmal konzentrieren für die nächste Runde, die 892. So, 2 Autos haben wir noch. Michael Schneider unter anderem, auch nochmal die Affenbande. Also hier auch wieder 2 Teamkollegen unterwegs, die 896. Also 4 Nummern nochmal höher als der Porsche. Das ist Michael Schneider auf der 14. Der hat schon mal 0,2, 0,3 Sekunden hier, ja, gefunden eben. Jetzt ist er aber schon wieder weg. Das geht hier ganz, ganz schnell im mittleren Sektor. Wenn du da einmal die Linie verlierst, das zieht sich da durch die nächsten 3-4 Kurven tatsächlich. Und Kurt Hassel haben wir dabei. Monkey Town Racing nochmal die 911 auf der 14. Auch da gucken wir mal. Der ist auf der 14, auch in der Gesamtwertung tatsächlich. Ja, doch relativ regelmäßig in den Punkten, auch wenn da selten mal so die richtig dicken Punkte dabei sind. Aber regelmäßig mitfahren lohnt hier auf jeden Fall, wie das halt so ist in der Saison. Viele melden sich an, aber ja, wirklich alle Rennen fahren dann doch nicht immer alle. Wobei wir hier 2 Streicher haben in der Saison von den 19 Rennen, also 17 gewertet. Aber ja, bei den allermeisten sind es tatsächlich dann Streicher, wo sie eh nicht mitgefahren sind. Gibt kaum welche, die da tatsächlich jetzt Punkte verloren haben. Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Ich habe heute endlich ein bisschen mehr aufgeräumt in meiner Wohnung. Jetzt sieht es aus, als wenn hier keiner wohnen würde, weil hier alles so geordnet ist und nicht mal durcheinander. So, Hillegeist sehen wir hier, die Nummer 1. Momentan noch relativ safe auf der ersten Position. Hat auch nochmal 2 Zehntel im Delta, also könnt ihr wieder auf eine halbe Sekunde ansteigen, der Abstand. Dahinter 2-3 sehr, sehr dicht zusammen. Ab Position 4 wird es so ein bisschen enger. Und ja, zieht sich so langsam durch, bis durchs Mittelfeld, bis fast ans Ende. Schafhauser auf der 21. Ja, der muss nochmal ein bisschen was rausholen, um hier den Anschluss zu finden. So, gucken wir mal, da ist sie, die 43.077. Na, vielleicht will er nochmal die 42er. Schauen wir mal, die Bedingungen sind ja wie gesagt sehr gut. Also möglich mit Sicherheit. Schauen wir mal, was der BMW-Pilot nochmal rausholt hier. Davor hat er, glaube ich, gerade 2 Autos. Der nächste Porsche auf einer ungültigen Runde. Die Nummer 70 da oben, der McLaren. Ja, der ist ein paar Meter weg jetzt. Also gucken wir mal. Ah, schon wieder ungültig. Ja, Pielberg dahinter, auch ungültig. Witzmann dahinter, ungültig. Deswegen gehen wir mal zu Finke rüber. Der kommt auch gerade über die Linie passenderweise. Damit 2 Positionen gerade mal gewonnen. Aber immer noch die halbe Sekunde Rückstand. Also Hillegeist da vorne, der letztes Rennen noch ein bisschen Glück hatte, dass er den Gegner losgeworden ist. Heute wieder, ja, gut dabei. Hier vielleicht, ja, erster, zweiter mindestens zu werden. Husfeld, sein direkter Gegner, ist ja nur auf der 5 im Moment, auf dem Outlap. 18. Vorsprung. Also das ist mal eine Ansage. Mal gucken, ob der Nick hier nochmal was rausholen kann. Vielleicht war der ja die letzte Runde noch nicht so ganz optimal. Muss auch gucken, dass er hier freie Fahrt bekommt. Vor und hinter sich hat er noch ein Fahrzeug. Auch beide auf einer ungültigen. Auf einer Outlap nehme ich mal an. Ah, hinter sich sieht der Hillegeist gerade sogar, da oben. Auch sehr praktisch. Naja, der wird da gleich ein bisschen Platz lassen, beziehungsweise lässt hier den BMW sogar vorbei. Siehst du, und dann geht es hier nochmal auf. Ja, 2, 3 Runden kann auf jeden Fall nochmal ranhängen. Gehen wir mal Christoske rüber, der Teamkollege im Audi mit der Nummer 13. Gerade, ja, Richtung Schikane hoch, Richtung Sektor 2, 0,3 Sekunden im Delta. Also Top 10 scheinen hier drin zu sein für ihn. Mal schauen, davor jetzt keiner mit großen Sprüngen unterwegs. Da müssen wir mal gucken. Sind da noch viele, viele auf der Strecke. Nur 2 Autos gerade, nee, 3 Autos in der Box. Hillegeist kommt gerade nochmal rein. Sonst hier alle nochmal irgendwie unterwegs. 0,4. Pierre Meyer auch nur auf der 15 im Moment. Der Drittplatzierte der Gesamtwertung. Also da erwarten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen was. Also 0,3 Sekunden hat er schon mal. Aber na, schauen wir mal, was er da so rausholen kann. 21 Autos haben wir heute am Start. Ist auch wieder kein Riesenfeld tatsächlich. Aber damit hat man sehr, sehr viel Platz hier auf der Strecke. Sollte hier auf jeden Fall eine freie Runde hinkriegen. Ist er doch ein Tick länger, so zumindest seitentechnisch, als so die meisten Strecken.
So, Zoske davor mit 0,6. Da kommt er über die Linie. Da geht's auf die 6. Position. Sehr schön. Na, jetzt die 7. Hat's noch einer dazwischen geschoben. Gehen wir weiter. Patrick Gonzalez auf der 17. Auch der hat noch so ein bisschen was vor sich in der Runde. Schafhauser auf der letzten. Ja, der versucht nochmal irgendwie hier ans Feld anzuschließen. Da fehlen immer noch 2-3 Zehntel, bis man da zumindest auf gleicher Pace ist wie die Vorderleute. So, was haben wir noch? 2,5 Minuten. Ah, da kann noch einiges passieren. Hallo Julie. Ja, nächste Woche ist nochmal Pause und dann geht es quasi in die finalen Wochen. 3 Rennen haben wir dann noch ab dem 6. Februar. Da sind wir dann auf Donington unterwegs. Am 13. Februar auf Imola und dann am 20. Februar das Finale sozusagen auf Cota in Texas. Und dann ist die Saison schon vorbei. Ja, und wahrscheinlich wird Sillegeist oder Usfeld werden. Einer von beiden wird hier die Gesamtwertung holen. Also, da müsste schon einiges passieren. Da müssten die nächsten Rennen alle gar nicht mitfahren oder nicht punkten. Dafür andere, wie Pierre Meyer zum Beispiel, immer vorne mitfahren. Sonst, glaube ich, wird das relativ schwierig. Hillegeist hat auf jeden Fall, wie gesagt, da sehr, sehr guten Vorsprung. Das hatte ich gesagt, 50 fast Punkte. 52 genau genommen hat er Punkte Vorsprung. Ja, wenn ich hier mal so gucke in die Tabelle. Die letzten Rennen hat er gegenüber Husfeld immer gut was ausbauen können. Husfeld, der ist ja lange, lange der gewesen, der da viele Siege aneinandergereiht hat. Ab Rennen 4 bis Rennen 11 hat er da, abgesehen von einem Rennen, was er nicht mitgefahren ist, alles gewonnen. Da schien es so, dass er da richtig gefährlich werden kann. Aber seit 4 Rennen, ja, nicht mehr auf dem Podium schon einmal, aber nicht auch ganz oben auf dem Podium unterwegs. Dafür Ricardo Hüllegeist 3-mal gewonnen, die letzten 4 Rennen. Also der hat da, wie gesagt, gut aufholen können. Hier ist er nochmal. Oder ausbauen können, den Vorsprung. Bin gespannt. Husfeld jetzt auch momentan nur auf der 4, auf der 5 sogar. Na, auch wieder ungültig. Eine Minute hat er noch. Ja, das müsste aber noch für eine Runde reichen. Da müssten noch so 15 Sekunden auf der Uhr bleiben gleich. Dann kann er nochmal einmal angreifen. Ja, aber Finke hier auch nochmal gut von der Partie. Finke in der Gesamtwertung. Wo befindet er sich da denn? Wo ist er denn? Auf der 6 und... Nee, doch. Auf der 26 tatsächlich nur. Ja, okay. Der ist aber auch erst seit Rennen 11 dabei. Also die ersten 10 Rennen war gar nicht von der Partie. Hat ja 2-mal punkten können. 18 Punkte hat er insgesamt. Aber hier pace-technisch zumindest auf der Strecke aktuell sehr gut dabei. 35.000stel nur Rückstand. Also doch, Hillegeist da mit einem Konkurrenten mindestens, wie es aussieht. So, wir schauen mal. Alisch ist nochmal unterwegs. 0,3 Sekunden. Mittlerer Abschnitt. Vollgas hier durch. Kurz anbremsen, einlenken, wieder voll aus Gas. Möglichst die Track-Limits ausnutzen, damit du die Geschwindigkeit mitnehmen kannst. Macht er hier auch. Aber immer noch 0,0 Sekunden. Also mal sehen. Eine Zehntel. Na, wird er zumindest den Husfeld nochmal hinter sich lassen. Wobei der jetzt auch nochmal eine Zehntel hat. Also wird nochmal spannend. Auch hier die Kameraeinstellung immer sehr spannend. Das Schild steht da schön im Weg. Also wenn da mal was ist, dann muss man sich immer gedulden und gucken, ob da was passiert, zweikampftechnisch. So, Husfeld jetzt doch mit plus minus 0. Wo ist er? Da ist er gerade aber erst im ersten Sektor, deswegen können wir zu Benedikt Alisch nochmal rübergehen, der jetzt hier auch sehr viel Curb mitnimmt, sehr viel am Exit, aber am Ende, ja, wird es keine Verbesserung, wie wir sehen. Platz 6 wird es maximal werden, auch davor alle jetzt schon durch. Hillegeist, Finke sind in der Box, Piebeck in der Box, Witzmann auf einer ungültigen, also da wird vorne wohl nicht mehr viel passieren. Deswegen gehen wir mal zu Ben Utzer rüber, der gerade über die Linie kommt, 0,4 Sekunden nochmal auf die 12. Position gegangen. So, Pierre Meyer, nur auf der 15, wie gesagt, der ist auch eher weiter vorne eigentlich am Start. Aber gut, vielleicht liegt ihm die Strecke nicht so. Das ist jetzt auch keine Strecke, die ja regelmäßig gefahren wird in den Communities, würde ich mal sagen. Weil man da halt auch nicht so geil überholen kann. Auch wenn ich finde, dass sie an sich ganz gut Spaß macht zu fahren, vom Flow her und so weiter. Pierre Meyer jetzt auf der 11, aber zweikampftechnisch, ja, steckst du gerne mal dahinter. In anderen Ligen haben wir das schon gesehen, dass man da schön, ja, in der Kolonne fährt. So, Lenz Live, haben wir den eigentlich schon gesehen? Ja, haben wir heute schon gesehen. Auf der 20 unterwegs. Damit müsste das Qualifying eigentlich durch sein. Nick Husfeld jetzt zwar nochmal hier auf der Strecke unterwegs, aber wir sehen hier ein rotes Delta. Also Position 5 wird es nur. Muss ich da wieder, ja, nach vorne arbeiten, um Hillegeist gefährlich zu werden. Gucken wir mal. So, 911 kriegt 5 Sekunden, sehen wir hier im Chat. 911, das ist Kurt Hassel. Also der wird beim ersten Boxenstopp, also beim einzigen Boxenstopp hoffentlich dann 5 Sekunden länger stehen. So, hier ist die Startausstellung schon, sehr schön. Geht also gleich los, haben ja ein bisschen Zeit hier.
Mal kurz eine schöne Kamera aussuchen. Ah, die ist wunderbar. So, dann stellen wir mal alles ein. Das brauchen wir. Ne, was brauchen wir noch? Race Gaps brauchen wir. Ein Boxenstopp. Boxenstopp-Fenster haben wir nicht. Also da kann jeder reinkommen, wann er will oder wann er muss, je nachdem. Also 21 Fahrzeuge hier auf der Strecke. Und bevor wir mal durchgehen, würde ich sagen, dass wir uns die Gesamtwertung kurz mal zu Gemüte führen. Denn ja, da werden wir das Ganze jetzt mal sehen. Wir sehen hier die ersten 30. Es gibt natürlich noch mehr Fahrer, die hier gepunktet haben. Aber hier sehen wir die ersten 30. Und das sind halt auch, ja, tendenziell die, die auch regelmäßig mitfahren. Ricardo Hüllegeist mit 349 Punkten vorne. Startet auch hier von ganz vorne. Nick Husfeld auf der 5 gleich in der Startausstellung. Also der muss da wirklich zusehen, nach vorne zu kommen und irgendwie, ja, Hüllegeist da gefährlich zu werden. Aber selbst wenn Hüllegeist mal eine Position nur hinter Husfeld ins Ziel kommt, verliert er nicht so viele Punkte. Der erste kriegt 30 Punkte, dann 27, dann 24 Punkte, glaube ich, die ersten drei. Bloß noch die schnellste Runde, der eine Punkt. Ja, Pierre Meyer, wir sehen es hier, die Abstände nach vorne, nach hinten doch relativ komfortabel. Zwischenzeitlich war er mal krank, da konnte er zwei Rennen nicht mitfahren. Sonst wäre da ja noch deutlich komfortabler, zumindest nach hinten auf jeden Fall, nach vorne vielleicht sogar noch näher dran. Benedikt Alisch auf der 4 hier mit 187 Punkten. Gucken wir mal, Alisch startet von der 6 auch nur in Anführungsstrichen. Der BMW-Pilot. Gucken wir mal, Witzmann, Weinzettel müssten auch heute dabei sein. Witzmann auf der 3. Weinzettel ist nicht dabei. Ne, ist doch nicht dabei. Also der könnte heute ein bisschen was verlieren. Aber Chris Schneider? Doch, der ist dabei auf der 15. Ja, so einen Punkt hat er aktuell, 7 Punkte Rückstand. Wenn er ein bisschen weiter nach vorne kommt, dann könnte er sich zumindest den Thomas Weinzettel heute mal schnappen. Ja, Philipp Noack auf der 8 fährt heute nicht mit. Chris Kaiser, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Der wird schon seit einigen Wochen so durchgereicht, weil er keine Rennen mehr hier fährt. Ja, und weiter geht's so runter bis Platz 30. Hier sehen wir es zumindest. Guck mal kurz, wie viele überhaupt mal gepunktet haben. Es sind 33 Piloten insgesamt, die schon mal Punkte geholt haben. Ja, so sieht das Ganze aus. Also vor allem Mittelfeld natürlich Top 10 kann sich noch einiges tun. Vorne wird es voraussichtlich zwischen Hüllegeist und Husfeld hinauslaufen. Moin Lukas. Ja genau, Lukas vor noch ein Tor. Ja, Tore werden hoffentlich nicht geschossen oder denke ich mal nicht. Ja, das 16. Rennen heute, danach noch drei. Wie gesagt, geht so langsam schon in die Schlussphase rein. Ja, wer Husfeld, weiß nicht, ob er nächste Season wieder dabei ist, von vornherein. Nee, Husfeld, doch, Husfeld von vornherein mitgefahren wäre. Das hatte ich gesagt, die ersten... Ah nee, der war ja von vornherein, wer war denn das jetzt? Ach, habe ich mit irgendeinem verwechselt gerade. Nee, der ist ja auch schon von Anfang an dabei. Aber gibt es so ein paar, die ein bisschen später eingestiegen sind, das wollte ich sagen, die sehr gut gepunktet haben, die da vielleicht sonst auch hätten vorne noch, ja, einreifen können. Aber klar, wenn du die ersten 10 Rennen nicht fährst, dann kannst du das eigentlich nicht mehr aufholen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Startausstellung ein. Gehen wir mal ein bisschen durch hier. Auf der 1 haben wir also Ricardo Hüllegeist, der da alles versuchen wird, vorne zu bleiben. Hier die Innenseite gleich, hat aber da auch den ein oder anderen Porsche im Nacken. Könnte also interessant werden. Vor allem die Monkey Town Boys sind das hier. Lukas Finke haben wir auf der 2. Position. Ja, Husfeld, paar Rennen nicht gefahren tatsächlich. Also, das heißt, paar, drei Stück, nee, 4 Stück waren es. Hüllegeist ist jedes Rennen gefahren, nur ein DNF. Daher immer sehr, sehr gut gepunktet. Auch immer zweistellig tatsächlich. Ja, Lukas Finke auf der 2. Auch mal richtig gute Chancen hier, dicke Punkte zu holen mit der 420. Dann haben wir Philipp Witzmann auf der 3. Das ist hier der nächste BMW. Also zwei BMWs auf der rechten Seite, auf der Innenseite gleich. Markus Spielberg, der 202. Teamkollege direkt vor sich, beziehungsweise auch schräg hinter sich. Da sehen wir im Hintergrund die 24. Er für Monkey Town Racing im Porsche mit der 202, auch Position 4. Auf der 5 haben wir Nick Husfeld. Also der, ja, hat sein Ziel, zwei Autos direkt vor sich. Bin sehr, sehr gespannt, wie es im Rennen wird. Qualifying ist ja nicht jedermanns Sache. Manche haben ihre Stärken dann im Rennen. Eine Stunde hat er dann gleich Zeit. Und vielleicht ist ja die Boxenstrategie heute mal ein bisschen wichtiger, weil man hier halt nicht so gut überholen kann. Kann man sich ja überlegen, wenn man irgendwie feststeckt, ob man da vielleicht einen Undercut macht oder irgendwas. Bin ich mal sehr gespannt. Benedikt Alisch, auch hier der BMW von AKW. Die beiden BMWs gar nicht so weit auseinander. Nächste Witzmann ist ja auf der 3. Sieht er da rechts vor sich. Benedikt Alisch mit der 179 startet von der 6. Auf der 7 haben wir Stefan Krehling, der Porsche vom Mosquito Motorsport. Auch hier sehen wir die beiden Teamkollegen hintereinander. Ich glaube, da gab es noch ein Auto vom Team heute. Hier der nächste Porsche auf der 7. Chris Hoske, mal nicht ein BMW, nicht ein Porsche, sondern der bestplatzierte Audi mit der 13. Monkey Town Racing. Guck mal, dass er sich da an seine Teamkollegen ranhängt.
Ich wusste gar nicht, dass man Gabriel überholen darf. Ja, dürfen schon. Können ist halt eine andere Frage. Aber bin mal gespannt. Vielleicht geht's ja doch. Schauen wir mal. Max Ohneger, den haben wir auf jeden Fall auf der 9 soweit. Hier der BMW mit der Nummer 11. Mosquito Motorsport steht hier direkt vor der Linie. Auf der Linie steht der Lucas Santa CF Racing Team mit der 303. Also hier genau in der Mitte vom Feld. So, Pierre Meyer auf der 11. Ja, der wird auf jeden Fall nochmal in die Top 10 fahren wollen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Gucken, wie er hier durchkommt, auch mit einem Getümmel gleich drin. Relativ harte Anbremszone gleich für Kurve 1. Hier der nächste Audi, also von Delicool Racing. Weiß ich gar nicht, ob der Teamname stimmt hier. Aber Pierre Meyer auf der 11. Dann haben wir Kurt Hassel, der ja die 5-Sekunden-Strafe, glaube ich, bekommen hat gerade. Auf der 12. Position der Porsche, auch nochmal Monkey Town Racing. Dann haben wir Ben Utzer, der McLaren, einer von zwei, glaube ich, heute. Genau, die stehen sogar genau nebeneinander. Ben Utzer, RLE Racing DAX auf der 13. Der Markenkollege, da ist der dritte Mosquito Motorsport-Wagen von Oliver Gehler auf der 14. Hallo Pierre, viel Erfolg. Chris Schneider haben wir auf der 15. Sehr, sehr hell hier, der weiß-gelbe BMW mit der 91. Chris Schneider mit für Schneider Racing. Nächstes Schneider ist auch noch auf der 18 gleich. Dann haben wir hier nochmal Daniel Müller, Monkey Town Racing, also schon das 5. Auto, glaube ich, vom Team heute. Also ein Viertel des Feldes heute in Monkey Town Farben, aber kennen wir, glaube ich, aus den letzten Wochen schon ganz gut. Daniel Müller also mit der 169 auf Platz 16. Dann haben wir noch den GoFast Racing Piloten Patrick Donzalas, sein Teamkollege auf der 1, der andere Teamkollege heute nicht auf der Strecke. Er startet mit dem Aston Martin auf der 17. Dann haben wir noch den einzigen Honda heute von der Affenbande, die 896, Michael Schneider. Dani Daniela heute mal dabei. Teamkollege, glaube ich, nicht mehr von der Partie hier. Dani Daniela mit Apollo Motorsport im Aston Martin auf der 19. Dann haben wir nochmal ins Live, direkt hinter seinem Teamkollegen, Affenbande, die 892, der Porsche hier in der letzten Startreihe. Und von ganz hinten schaut sich an Tim Schafhauser, Direct Drive Dudes, nicht DAX, sondern Dudes natürlich. Auch nochmal der Aston Martin mit der 30. Und ja, der kann mal hoffen oder hofft vielleicht, dass er da irgendwie profitieren kann, falls sie sich da vorne über den Haufen fahren sollten, was wir natürlich nicht hoffen. So, jetzt haben wir es auch ganz pünktlich geschafft zur Einführungsrunde. Ricardo Hillegeist führt hier das 21-Piloten-starke Feld in die Einführungsrunde. Und dann geht es eine Stunde ja über den Kurs. Hier ein Boxenstopp haben wir auch eingestellt. Sehr schön, können wir mal gucken, ja, wer wann reingeht. Wie gesagt, vielleicht heute die Boxenstopp-Strategie gar nicht mal so unwichtig. Ja, Hillegeist wird natürlich versuchen, erstmal wegzufahren. Möglichst freie Fahrt, bisschen Puffer nach hinten und hofft da auf Schützenhilfe, mehr oder weniger, vor allem von den ganzen Porsche da, dass er da, ja, wobei das sind ja Teamkollegen von Husfeld, wird er jetzt keine Schützenhilfe direkt bekommen, fällt mir gerade mal so auf, aber wird natürlich hoffen, dass sie sich trotzdem noch ein bisschen behaken, dass der Husfeld da hinter ihm bleibt auf der 5. Position. Aber Hillegeist kennt es ganz gut, da vorne zu fahren, also der kann mit dem Druck auf jeden Fall umgehen, also der sollte das doch irgendwie hier hinkriegen. Ist er nicht umsonst ganz vorne in der Gesamtwertung. So, können wir mal ein paar Meter mitfahren. Können wir uns mal ganz kurz die Strecke ein bisschen anschauen hier. Ja, auch eine sehr schöne Kurve eigentlich. Schön rechts anbremsen gerade und dann hier doch sehr viel Curb mitnehmen. Und dann kann man hier, ja, einen sehr schönen Schwung rausnehmen. Da kommt auch gerne mal das Heck. Und dann geht es hier links in die Wand rein. Bin mal gespannt, ob wir das heute sehen werden. Dann Anbremszone, relativ früher Apex. Ich weiß nicht, wo Hillegeist hin möchte. Rechts rum geht's. Jawohl. Relativ früher Apex, früh raus beschleunigen. Hier kann man auch sehr weit rauskommen. Muss aber wieder auf die Strecke, denn hier sehen wir, links ist Wiese. So, beim Curb hier wird angebremst. Dann eine Schikane, bei der man doch sehr viel Curb mitnehmen kann tatsächlich. Also doch eine sehr zügige Schikane. Und dann kommen wir hier in einen doch recht anspruchsvollen Abschnitt. Relativ enge Linkskurve, muss man ja auch links halten, um die Kurve hier rechts wieder zu öffnen, an der man sehr geduldig sein muss, nicht zu früh aufs Gas, sonst geht es jetzt links zu weit raus und dann kann man hier rechts rüber und dann Vollgas durch den Linksknick hier, auch hier den Curb vielleicht nicht unbedingt mitnehmen, kann das Auto auch mal unruhig machen, ist dann doch ein bisschen höher hier tatsächlich, auch hier kurz anbremsen, dritter Gang müsste das dann sein, hier auf den Curb und dann auch wieder schön raus beschleunigen, alles mitnehmen an Track. Was geht hier an Streckenbreite. Dann geht es hier ein bisschen den Hügel hinunter.
auch nochmal eine Anbremszone, wo man vielleicht auch nochmal angreifen kann, weil sich der ein oder andere mal vertut. Sehen wir auch gerne mal, dass man hier so ein bisschen die Nase reinhält. Ja, und dann, wie gesagt, ist es immer ein bisschen spannend hier durch Schild, ob denn irgendwas passiert ist. Dann geht es nämlich hier in die letzten beiden Kurven, die 180-Grad-Kurven und dann wieder auf die Stadtzielgerade. So, ich werde nochmal einen Schluck trinken. Wir sehen schon, die Zweierformation wird eingenommen und dann geht's gleich los ins 16. Rennen. So, 6 Uhr abends, wir sehen, schöne Lichtstimmung eigentlich, relativ lange Schatten, also geht so ein bisschen in den Abend hinein, aber Wetter sieht alles gut aus, sieht trocken aus, also daran wird es heute nicht scheitern, viele BMWs, viele Porsche vorne, jetzt geht's also los, eine Stunde haben wir hier auf dem Plan, ja, die kommen alle sehr gleichmäßig weg tatsächlich, die ersten paar Autos, Hillegeist auf der Innenseite wird auf jeden Fall, wenn er sich natürlich nicht verbremst, auf der ersten Position bleiben, so dahinter fast zu dritt, da geht's da durch, die beiden Monkey Town Porsche und der AKW BMW da hinten, zweite, dritte Startreihe zusammen durch, wird's. Man ist an Finke erstmal vorbeigegangen, also 2 und 3 haben getauscht. Wir schauen mal hinten, da hat es hinten einen erwischt. Pierre Meyer hat sie erwischt. Wir schauen mal ins Replay rein, was da genau passiert ist. Dann können wir mal gucken, ja, wer da wen vielleicht berührt hat. Pierre Meyer war hier mitten im Feld drin. Ah, da gab es eine leichte Berührung. Da geht auch noch einer quer. Oh, kriegt da hinten vom BMW einen mit, der da zwar langsam macht nochmal, aber hat ihn dann hier leider gedreht. Ohninger hat es irgendwie auch nochmal danach erwischt. Jetzt sind wir noch im Replay. Ohninger, der steht hier rum. Gehen wir da mal 20 Sekunden zurück. Ohlinger, wo ist er? Da. Gucken wir mal. Da ging es auch zu zweit durch den Rechtsklick und da gab es die Berührung und ja, fast noch die beiden Teamkollegen da mitgenommen. Rollt da gerade so durch eine Lücke rückwärts an die Wand. Also zumindest mal keinen mitgenommen. Also da haben wir schon ein, zwei Autos jetzt mit Kontakten. Pierre Meyer kann sich hier den nochmal schnappen. Also eine Position hat er schon mal wieder gewonnen. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Witzmann also an Finke vorbei. Haben getauscht. Spielberg hier auf der Position geblieben. Husfeld auch auf der 5. Schon mal die erste gute Nachricht für Hillegeist zumindest. Schlechte natürlich für den Nick. Auf der 6. Position hat sich auch nichts getan. Benedikt Alisch, Lukas Santa 3 Positionen gewonnen. Gut nach vorne gekommen. Chris Toske da geblieben, wo er ist. Busfeld 3 Positionen gewonnen. So, dahinter haben wir irgendwie einen Dreikampf mehr oder weniger. Da haben wir Schneider, Kreling und nochmal Schneider. Kreling also hier im Schneider-Sandwich. Da müsste Chris Schneider gewesen sein, der da Pierre Meyer getroffen hat hinten. Gucken wir mal, ob es da Strafen gibt oder nicht im Nachhinein. Hier auf jeden Fall, ja, 3 Positionen ging es erstmal nach vorne. So, wen haben wir hier noch? Schafhauser auf der 17, auch ein bisschen profitiert natürlich, 0,4 Sekunden. So, dann haben wir Linz Live, der hat auch nochmal eine Position natürlich gewonnen. Klar, da sind ja ein, zwei Autos ausgefallen, Pierre Meyer wieder unterwegs, Max Ohninger fährt schon in die Box rein. Also der musste hier seinen Boxenstopp schon etwas, ja, verfrüht antreten. Das heißt, ja, vielleicht wird er keine Reifen wechseln, mal schauen, lohnt ja kaum. Aber wird auf jeden Fall ein bisschen länger stehen zum Reparieren. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde, sonst das fällt erstmal halbwegs zusammen hier. Und bin mal gespannt, ja, ob wir hier Überholmanöver sehen werden. Erstmal haben wir nur eher Unfälle gesehen. Alle schön aufgereiht hier. 0,3 Sekunden sehen wir hier die Abstände. Hillegeist vorne schon 1,4 Sekunden weg nach 1,5 Runden. Also der macht hier schon mal Pace. Aber klar, was soll er sonst machen? Der wird ja kaum drauf warten, dass sie da hinten angreifen. Aber Witzmann, der hat sich ja hier den Finke geschnappt gleich am Start. Und ja, mal sehen, ob er sich hier verteidigen kann, verteidigen muss. Oder ob er hier auch den Marsch nach vorne antreten kann. Die beiden auch schon 2 Sekunden Abstand zum Monkey Town Racing Auto mit der 202. Der hier Husfeld und Alisch nochmal im Genick hat. Lukas Santa dahinter auch gut nach vorne gekommen erstmal. Also ein, zwei Autos verloren. Sonst jetzt hier alles schön aufgereiht hier. Und dann warten wir mal der Dinge ab, was so passiert. Oh, ist er jetzt runtergegangen, der BMW? 20 Autos nur noch. Ah, schade. Dann haben wir schon ein Auto verloren, nicht mehr 5 Minuten vorbei. Ja, wo gehen wir hin? Kann überall natürlich was passieren bei den engen Abständen. Aber damit haben wir auf jeden Fall das ganze Feld wieder zusammen. Mal gucken, Pierre Meyer jetzt auf der letzten Position logischerweise. Platz 21 ja nicht mehr dabei ist. So, wir schauen mal hinten raus von Witzmann. Also, der wird hier eher mit dem Porsche zu tun haben, wie es aussieht. Hillegeist vorne 1,7 Sekunden weg. Also der darf sich keinen Fehler erlauben und ja auch keine Cuts holen möglich, keine DT zumindest. Wie gesagt, 2, 3 Stellen gibt es hier, wo das mal ganz schnell geht. Auch hier Ausgang Kurve 1 geht das gerne mal, wenn man zu früh aus Gas will. Gehst, willst ja hier den ganzen Schwung runternehmen, die Gerade. Also das könnte vielleicht nochmal interessant werden. So,
Ah ne, Live-Rico haben wir hier ja, ne? Fällt mir gerade mal ein. 5 Sekunden für Kurt Hassel. Ja, Chris Schneider hat 5 Sekunden bekommen. Jetzt sehe ich es auch gerade. Siehst du? Also Chris Schneider da für den Vorfall, denke ich mal, mit Pierre Meyer hat 5 Sekunden bekommen. Na gut, wird Pierre Meyer jetzt auch nicht helfen, natürlich. So, Gehler gerade an Linz Live vorbei. Pierre Meyer will jetzt wiederum an Linz Live vorbei. Side by side, aber da zieht der Porsche zurück. Lässt hier gewähren auf der 20. Position. Gehen wir mal Benedikt Alisch. Da hat sich nicht so viel getan. Können wir mal die Position Deltas uns anschauen, hier links. Ja, da sehen wir, also vorne getauscht, sonst da bis Position 6 nicht viel getan. Lukas Hunter, ein großer Gewinner. Michael Schneider, der hat aber mal richtig gewonnen hier. 8 Positionen auf die 10. Position. Also der auf jeden Fall ein großer, großer Gewinner des Starts. Von doch fast ganz hinten hier ins Mittelfeld, in die Top 10, in die Punkte dann auch noch. Also mal sehen, was da geht. Aber dementsprechend, ja, kriegt er gerade auch ordentlich Druck da hinten von Kreling und Schneider. Ja, wer hat groß verloren? Natürlich Pierre Meyer mit 4, Oliver Gehler 4 nach hinten, Kreling 4 nach hinten. Also da im Mittelfeld vor allem hat sich einiges getan. So, Illegeist jetzt mit der ersten oder nächsten schnellsten Runde, 43,8. Die erste und einzige 43er im Feld im Moment. Also der fährt da so seine Pace, wobei der Abstand jetzt nicht größer geworden ist im Vergleich zur ersten Runde. Ja, jetzt doch, jetzt hat es sich aktualisiert anscheinend. 2 Sekunden, aber immer noch im Blickfeld da oben oder da hinten. Ah, Utzer Müller, da haben wir gerade irgendein Überholmanöver verpasst. Gucken wir mal, Müller. Ah, da kam der Angriff von Utzer, der hat aber völlig überschossen, viel zu spät auf der Bremse. Wir sehen es hier, geht in die Auslaufzone und damit natürlich Daniel Müller wieder vorne. Da vorne geblieben. Ja, die beiden McLarens waren ja vorhin noch nebeneinander in der Startausstellung. Gehler ja mit 4 Positionsverlusten. Müsste Utzer einen verloren haben, ja. Die hat es jetzt ein bisschen getrennt. Na, gehen wir mal auf Husfeld. Ja, ist auch mal sehr spannend dadurch, dass wir viele Monkey Town Autos haben. Haben wir aber auch in letzter Zeit oder in den vergangenen Rennen gesehen, dass da es auch keine wirkliche Team-Order gibt. Zumindest ließ sich das nicht von außen erkennen. Also da wird der Peelback jetzt nicht rechts ranfahren und sagen, Husfeld, du kämpfst um die Gesamtwertung, ich lasse dich mal vorbei. Also das muss er sich schon da alleine erkämpfen. Was haben wir hier gerade verpasst? Kurt Hassel verliert gerade 1-2 Positionen. Ja, vielleicht in der Schikane, da kann man auch mal das Auto verlieren, vor allem am Ausgang oder zu viel Curb mitgenommen. Aber wenn du hier rechts so weit rauskommst, dann drehst das, geht das Auto mal gerne weg. Ah ne, das hat hier das Soske irgendwie ein Problem gehabt. Wir sehen hier auch wieder zwei Teamkollegen nebeneinander. Da sehen wir auch, da wird nicht zurückgesteckt. Der Audi hält sich jetzt davor. Der Honda dahinter gerade ganz, ganz dicht dran gewesen am Porsche. Musste da womöglich nochmal lupfen. Also Chris Soske da womöglich mit leichten Problemen in der Schikane. Aber hat, glaube ich, da jetzt keine große Position verloren. Immer noch auf der 8. Ja, aber dadurch hat sich da vorne eine gute Lücke gebildet. 5 Sekunden sehen wir da, wenn wir da mal vorne rausschauen. Ja, und irgendwo da im Hintergrund oder am Horizont vielmehr ist dann der Lukas Hunter. Also da haben wir eine relativ große Lücke, wenn wir nach hinten schauen. Da kommt quasi das ganze Feld oder Rest des Feldes, was da gerade auf der Stadtzielgeraden fährt. Ah, irgendwie riecht es hier ein bisschen nach Zweikampf. Michael Schneider hat Bock. 8 Positionen hat er gewonnen. Motivation genug, noch weiter nach vorne zu kommen. Aber auch Kreling da, der Porsche auf der Innenseite, versucht da jetzt reinzuhalten womöglich. Ja, da kann man drauf spekulieren, dass der Vordermann zu weit geht. Tut er auch hier, der Honda. Also Chris Schneider womöglich doch nicht mit einem Positionsverlust. Versucht nochmal gegenzuhypen, nimmt er sehr viel Körb mit. Also da muss man, wie gesagt, vorsichtig sein. Und damit hat er jetzt 2 Positionen verloren. Chris Schneider nämlich mal auch nochmal durchgerutscht hier. Schön im Windschatten dran am Porsche. Also im Mittelfeld geht's gut zur Sache. Vorne müssen wir gleich mal gucken, ob da was passiert. Aber sieht gerade nicht ganz so danach aus. Aber wir haben es auch im Qualifying gesehen. Da waren die Abstände im Mittelfeld auch doch eher geringer als vorne. So, Chris Schneider guckt mal vor der Schikane. Aber das ist jetzt der Abschnitt, wo du kaum überholen kannst, außer der Vordermann vermasselst. Daniel Müller da mit leichten Problemen in der Schikane. Ja klar, willst dranbleiben. Aber in der Sektion ist tatsächlich geduldig sein besser, weil die Strecke ist nicht breit. Überholmöglichkeiten nicht so gegeben. Das heißt, wenn du mal ein bisschen langsamer bist, ist das an sich erstmal nicht schlimm. Da läufst du nicht sofort Gefahr, da überholt zu werden. Muss natürlich aufpassen, nicht zu langsam zu machen, sonst knallt er dir hinten natürlich drauf. So, Kreling an Kurt Hassel dran. Soske den Abstand schon ein bisschen zugefahren. 3 Sekunden jetzt zu Alisch. Eben waren es noch 5. Kann sich da von Kurt Hassel ein bisschen absetzen, wie wir hier sehen können. Hier ist Kurt Hassel, Chris Soske davor. So, Hillegeist 43,6. Nochmal 1-2 Zehntel rausgeholt. Aber auch Philipp Witzmann auf der 2 mit einer 43,9. Lukas Finke mit einer 43,9. Also da musst du schon ja, um die 44,0 fahren, um da vorne irgendwie mithalten zu können. Können wir mal ganz kurz schauen.
die ja doch jetzt etwas unter sich. Da oben der BMW kommt so langsam weg, 2,5 Sekunden. Dahinter dem Zweikampf haben wir 3 Sekunden. Also Position 2 und 3 kämpfen da gerade für sich alleine. So, Pierre Meyer, kaum schalten wir hin, gibt es hier die Kollision. Wir gucken nochmal kurz zurück. Hat hier gerade ja, den McLaren angreifen wollen. Da rechts sehen wir noch einen Angriff. Geht hier ja, fast übers Gras auf der Bremse und zu spät und trifft dann hier den Schafhauser. Oh Mann, Pierre Meyer heute aber mit einem ganz unglücklichen Rennen hier. Auf der 18 unterwegs, Schafhauser natürlich nach hinten gefallen. Also mal gucken, ob man da auch frühzeitig oder frühzeitiger vielleicht in die Box muss. Vielleicht nicht zur Hälfte, sondern ja, wenn noch 35, 40 Minuten übrig sind, um da nicht mit dem Schaden ewig lange rumzufahren. Ist halt die Frage, wie er sich auswirkt. Vor allem, wenn die Lenkung nicht ganz schief, nicht ganz gerade ist, so rum, dann ist das auf der Strecke besonders schlimm, weil lange Geraden, ja, statt Ziel haben wir. Sonst geht es jetzt nicht so viel geradeaus. Viele, viele Kurven, Kurvenkombinationen vor allem, die ineinander gehen. Da brauchst du schon eine Lenkung, auf die du vertrauen kannst. So, Lukas Finke vertraut hier auch darauf, dass er nochmal Position 2 holt. Dranbleiben auf jeden Fall mal kein Problem. Aber eine Option vorbeizukommen hat er auch noch nicht gefunden. Schauen wir mal kurz hier. Alisch auf der 7. Ja, noch hat er nach hinten Luft. Ja, Chris Soske, bin mir nicht ganz sicher. Gehört hast du jetzt wieder einen Tick näher dran hinter ihm. Nach vorne Abstand ja schon wieder fast 4 Sekunden. Also wieder ein paar Zehntel verloren. Muss man mal ein bisschen über die Runden gucken, ob er sich da, ja, nochmal absetzen kann. So, jetzt Zweikampf 4. Mal kurz zu Ben Utzer gehen. McLaren gegen Porsche. Dann Daniela auf der 16. Können wir nochmal kurz so. Hier auch 3 Positionen gewonnen. Ja, wieder so eine Position hinter den Punkten. Knappert immer so an den Punkteposition, aber reicht dann manchmal nicht. Einmal hätte es einmal gereicht. Da gab es aber nochmal eine Strafe. Ist leider wieder rausgerutscht. Aber einmal konnte sie schon in die Punkte fahren. Kreling hier mit Problemen. Ja, schauen wir mal, Kurve 1. Ah, da kam ihm das Heck. Auch da den Körb nicht zu viel mitnehmen. Das reißt das Auto rum. Damit der Michael Schneider vorbeigegangen. Auch hier der Honda gerade. Und Chris Schneider müsste dann auch vorbeigezogen sein. Also hier das Schneider-Paket. Einmal eine Position gewonnen. Kreling hängt aber schon wieder dran am Honda. Hinter sich hat er noch Daniel Müller und Ben Utzer, die wir schon gesehen haben. Mal gucken, ob Patrick Gonzalez da nochmal rankommt. 1,3 Sekunden. Von hinten hat er keinen Druck. Kann sich hier, Anführungsstrichen, gemütlich an die Gruppe heranfahren. Und ja, nur darauf hoffen, dass die sich da tatsächlich mal ein bisschen in die Haare bekommen. Vor allem dann kann man hier vielleicht mal eine Lücke nutzen und vorbeigehen. Also, schöne Gruppe hier. Gehen wir nochmal auf die 6 und 7. Und auf die 5 ist das quasi auch noch Pielberg. Ja, Husfeld da jetzt doch vorbeigekommen offenbar. Ja, sieht man optisch nicht gleich, weil es die gleichen Autos sind. Aber auf der 4. Position unterwegs hat auch die schnellste Runde inzwischen gesetzt. Eine 43,6 ebenfalls. Also eine Position ging es da vorne. Kann sich hier bereits absetzen von Pielberg. 3,6 Sekunden, 2,8 Sekunden zum Zweikampf um Position 2 und 3, die er hier, da oben ist er, hier auf der Startzielgeraden sehen kann. Also freie Fahrt. Hat hier also alle Möglichkeiten, zumindest mal Richtung Podium zu fahren. Hillegeist vorne mit 2 Sekunden weg. So, unsere Mittelfeldgruppe kommt jetzt auch auf die Start-Zielgerade. Runde 7 wurde jetzt beendet. 47,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und ja, noch war keiner in der Box, außer der BMW, der jetzt bereits auch nicht mehr auf dem Server drauf ist. Sonst alle draußen geblieben, trotz des ein oder anderen Kontaktes hier. Ja, gehen wir auf Gela drauf. Hier Meier dahinter, hier vorne Dani Daniela ein bisschen weit gegangen vielleicht. Der McLaren guckt, dass er sich daneben setzen kann. Ja, bringt einem das was? Nur wenn du daneben bleiben kannst für die Linkskurve. Problem ist natürlich Pierre Meier dahinter. Der wird das ausnutzen. Oh, knapp und dahinter schon wieder die Kollision. Pierre Meier und Gela. Also auch Gela hier mit einem ganz, ganz blöden Rennen heute. 5 Positionen bereits gewonnen. Schafhauser wird jetzt hat er sich teleportiert. Auch noch vorbeigehen, wollte ich sagen. Da ist es aber schon passiert. Also Oliver Gela jetzt auch nicht mehr mit von der Partie. Pierre Meyer auf der 17. Kreling verliert jetzt hier gerade Position schon wieder. Oh, was ist da los? Haben wir doch eben, glaube ich, Kurve 1 gesehen war das. Schon wieder 3 Positionen liegen lassen jetzt. Gucken wir mal, was da los war. Oh, da kam ihm das Heck ein bisschen zu schnell in die Rechtskurve rein. Geht hier auf die Wiese 1, 2 und dann müsste noch ein Dritter kommen. Genau, Gonzalez ist das nämlich, der da nochmal vorbeigezogen ist. Also Stefan Kreling mit 8 Positionsverlusten. Haben wir jetzt gesehen, in den letzten beiden Runden, glaube ich, waren es jetzt 5 Positionen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die beiden Schneiders, Müller, Ulster und Gonzalez. Also wir sehen hier einige, ja, die heute sehr, sehr unglückliches Rennen haben, wie gesagt. Einige, die da ein bisschen besser unterwegs sind.
So, Witzmann immer noch vor Finke. Druck bleibt hoch. Mal gucken, ob Hussfeld da rankommt. Kann man einen Vergleich machen. Muss man die letzten drei Runden einstellen. Mal ein bisschen klein hier unten. 0,4 Sekunden war Nick Hussfeld jetzt schneller die letzten drei Runden zusammen. Also, er kommt näher. Klar, die sind ja sehr, sehr dicht hintereinander. Kann er nicht volle Pace fahren. Also, da können wir mal gespannt sein, ob es vielleicht vor dem Boxenstopp nochmal zum Dreikampf kommt. Oder dann vielleicht, ja, danach entsprechend. So, Hunter Alisch und Pielberg zu dritt immer noch unterwegs. Pielberg hier so mit ein bisschen Abstand nach vorne, also nach hinten, zu den beiden wollte ich sagen, dahinter. Nach vorne aber auch mit 4,4 Sekunden. Also das Podium da unter sich, würde ich mal sagen. Die ersten vier da mehr oder weniger fahren da für sich. Hussfeld wird da, denke ich mal, noch ein bisschen aufholen können, würde ich mal so behaupten vom Gefühl her. Denn der hat sich, wenn ich mal gucke, auch viele, viele schnellste Runden geholt in dieser Saison. 5 Stück. In 12 Rennen. Ja, sonst hat sich aber auch Hillegeist sehr viele schnellste Runden geholt. Alexander Gründel, der heute nicht dabei ist, hat sich auch schon mal eine geholt. Und Benedikt Alisch und Pierre Meyer auch schon mal. Also sind es tatsächlich gar nicht so viele Fahrzeuge, die mal eine schnellste Runde hier hingelegt haben. So, die großen Gruppen splitten sich so ein bisschen auf. Wir sehen es im Mittelfeld, aber Daniel Müller blinkt immer mal wieder eine 2-Sekunden-Marke auch auf, auch bei Michael Schneider. Also vielleicht, ja, geht es da ein bisschen in die 2-3-Kämpfe vielleicht. Auch mal sehr spannend natürlich zu sehen, wenn da mehrere beteiligt sind. Pierre Meyer versucht hier irgendwie alles nach vorne zu kommen. Funktioniert nicht, sein Audi auf jeden Fall schon ganz gut angeschlagen. Bin mal gespannt, ob er repariert. So ein paar Sekunden dürfte er sich inzwischen geholt haben. Ist gerade an Dani Daniela dran. Relativ unauffällig, 7,5 Sekunden Rückstand auf die nächsten Position. Aber Daniel Müller, der ist der Erste, der jetzt reinkommt. Also nach einer Viertelstunde ein bisschen mehr kommt er bereits rein. So, mal gucken, ob Pierre Meyer jetzt hier vorbeikommt. Hoffentlich heute oder jetzt mal ohne Kollision. Immer wenn wir im Bild hatten, irgendwie, ja, war er da doch in der Kollision verwickelt. Dann Daniela versucht jetzt zu verteidigen auf der Innenseite. Ja, klappt hier an sich sehr gut. Ist eine enge Kurve. Pierre Meyer muss da ja wirklich Gas rausnehmen und dann beim Rausbeschleunigen. Ja, könnte er eigentlich den Aston Martin schnappen, denn der ist nicht ganz so schnell eine Beschleunigung. Oh, Daniel Müllers Boxeneinfahrt war eine DT, sehe ich gerade. Also das war kein Boxenstopp, das war eine DT, damit jetzt auf der letzten Position unterwegs, 10 Sekunden Rückstand. So, Pierre Meyer nicht vorbeigekommen, wie wir sehen. So, was haben wir hier verpasst? Haben wir auch irgendwas verpasst, oder? Guck mal kurz zurück. Ah ja, hier sehen wir es. Lukas Hunter müsste hier vorbeigegangen sein im Rechtsknick hier im ersten, ist das noch erster Sektor? Ich glaube ja. Und damit jetzt hier im Sandwich zwischen den beiden. Also da hat er jetzt mal eine Position verloren. Eine zweite insgesamt. So, so noch 10 Sekunden im Replay. Aber wir sehen hier, dass der BMW auch schon mal ein bisschen da geguckt hat vor der Schikane. Aber klar, da reinhalten ist jetzt nicht so sinnvoll unbedingt. Hier die nächsten Kurven fährt man eher hintereinander her. Erst wenn man wieder aus der letzten Rechtskurve da rauskommt, den Berg hinunter zur 90 Grad Rechtskurve, dann kann man vielleicht nochmal gucken, ob man angreift. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Jetzt sind wir schon in der letzten Kurve. Und mal sehen, ob der BMW sich hier den Porsche schnappen kann. Wir fahren mal mit. Schöner Sonnenuntergang, den wir hier sehen. Wird auch ein bisschen kühler natürlich. So, hier im Windschatten. Auch der Porsche hat natürlich ein bisschen Windschatten. Sogar deutlich dichter dran am Vordermann. Wenn wir da mal drauf gehen, sehen wir das. Mal gucken, hier an Bremszone wird er ein bisschen rankommen. Auto rotieren und dann wieder voll aus Gas hier raus. Kleiner Quersteher da hinten von Benedikt Alisch. Also, der hier jetzt ein paar Meter verloren dadurch. Stefan Krehling. Ja, wie gesagt, einiges verloren. An Patrick Gonzalez ist er zumindest mal dran. So, hier versucht Pierre Meyer wieder. Auch wieder sehr, sehr knapp. Aber Dani kann sich hier weiterhin auf der 15 halten. Ein Punkt würde es dafür geben. So, einer jetzt wieder runtergegangen. War das Daniel? Ne, Daniel Müller fährt noch. Weiß gar nicht, wer da jetzt runter ist. So, Pierre Meyer muss hier wieder ein bisschen ausweichen. Also mal Zweikampf hier um 15 und 16. Ein Punkt, wie gesagt, gibt es hier nochmal. Na, vorne hat es sich ein bisschen auseinandergelebt. Hillegeist, können wir mal kurz ins Bild holen. Ewig nicht gesehen. Auf der 1 mit 3,3 Sekunden. Auf der 2 Witzmann. Jetzt aber auch schon mal wieder eine Sekunde Vorsprung vor Lukas Finke. Und Hussfeld ist rangekommen. 1,3 Sekunden nur noch. Ja, letzte Runde war deutlich schneller als zumindest die nächsten beiden Positionen. Ähnlich schnell wie Hillegeist. Also da wird es auf jeden Fall nochmal einen Kampf ums Podium geben hier.
Dann haben wir Lukas Santa, Markus Spielberg und Benedikt Ahle, haben wir eben ja gesehen, wie der Audi hier vorbeigegangen ist. Für ihn bisher ein sehr, sehr gutes Rennen. Von der 10 auf die 5. So, gucken, Pierre Meyer. Ja, ist die Frage, wie viel Schaden er hat, wie sich das auswirkt. Sonst wird er vielleicht noch eher vorbeikommen oder besser vorbeikommen. Aber so, ja, gar nicht so einfach, obwohl er, denke ich mal, schneller könnte. So, gucken wir mal hier. Spielberg, ob er nochmal wieder nach vorne kommt. Oder ob Ahle ihm auch nochmal hier die Position abknüpft. Momentan sieht es da noch nicht aus. Ah, ich glaube, Pierre Meyer wird es am ehesten passieren. Deswegen gucken wir da mal ein bisschen rein. Ja, hier kannst du mal ein bisschen Druck machen auf der Innenseite. Manchmal geht der Vordermann ein bisschen zu weit. Oder Vorderfrau in diesem Fall. Aber Dani lässt sich da nicht ganz außer Ruhe bringen. Kann die Linie halten. Wieder voll raus beschleunigen hier. Und ja, kann erstmal auf der 15 bleiben, aber Abstand da vorne wird weiterhin größer. 10 Sekunden. Vor ein paar Runden waren es noch 7. Also versucht hier alles, den einen Punkt irgendwie nach Hause zu fahren. Aber der Weg ist noch sehr, sehr weit. Wir haben ein Drittel erst. Oh, Pierre Meyer bremst sich da komplett rein. Oh, das war risikoreich. Gab aber keine Kollision. Daniela versucht vielleicht nochmal jetzt hier zu kontern vor der Schikane oder zieht sich nochmal zurück. Nein, zieht lieber zurück. Pierre Meyer also jetzt hier vorbeigegangen auf die 15. Nee, jetzt Rosfeld wollten wir. Denke, da können es jetzt auch den Angriff geben. Wie gesagt, die Monkey Town Leute hier, die lassen sich da nicht unbedingt gegenseitig vorbei, wollte ich gerade sagen. Ja, vielleicht hat Finke sich auch ein bisschen vertan in der Kurve, wer weiß. Auf jeden Fall Husfeld jetzt vorbei auf die 3. Und so gut wie er unterwegs ist, jetzt schon wieder die schnellste Runde, 43,472 sehen wir. Können wir davon ausgehen, dass der Witzmann auf jeden Fall nochmal unter Druck setzen kann. Also auch hier wieder ja, Aufholjagd, ich glaube, war es letztes Mal oder vorletztes Mal auch ein bisschen von weiter hinten gestartet. Musste auch sich nach vorne kämpfen. Also der ja, muss richtig arbeiten für seine Punkte. Ja, gerade natürlich hat er ganz, ganz große Probleme, da irgendwie vorbeizukommen. Gab es da eine Kollision? Wir schauen mal kurz. Alles schon Spielberg. Haben wir zumindest eine Kollisionsanzeige. BMW hat hier spät rausgezogen. Bremse, 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 Bremse. Und da gab es einen leichten Kontakt. Er dreht sich hier fast weg. Ja, aber nicht ganz so schlimm. Aber natürlich auch hier wieder einiges an Metern verloren. Krzyzewski direkt dahinter, der sich von Kurt Hassel so ein bisschen absetzen konnte. Jetzt 2 Sekunden. Kurt Hassel müsste ja auch noch eine 5-Sekunden-Strafe haben. Haben noch einige offen. Lukas Santa auf der 5 hat 5 Sekunden. Kurt Hassel auf der 9. Schneider auf der 10. Utzer auf der 12. Und Meyer auf der 15. 15 Sekunden-Strafe jetzt. Ja, da können wir mal ein bisschen was verschieben im Feld. Abstände ja zum Teil noch gar nicht so groß. 2, 3, 4 Sekunden vielleicht. Also so eine 5-Sekunden-Strafe kann mal eine Position dann bedeuten. Bester Rapper, ja. So, hinten Schafhauser an Linz live vorbei. Fragezeichen. Oder haben die mal nur im Zweikampf gehabt? Ja, da war der Essen auf jeden Fall mit der Nase vorne und ist auch vorbei. Jawohl, ja, ganz knapp hier eingeschert. Also Linz Life jetzt auf der 18 unterwegs. Da ist er natürlich noch dran an Schafhauser. 2 Positionen gewonnen. Ja, viel weiter nach hinten geht es ja nicht mehr. Also der wird heute mit Positionsplus auf jeden Fall nach Hause gehen. So, kommen wir mal Kreling wieder rein. Anton Zallas dran, nachdem er da einiges verloren hat. Okay, jetzt wird er in die Box rein. Hat sich also erstmal erledigt. So, Hillegeist fährt vorne seinen Schuh. 3 Sekunden. Nach 25 Minuten gleich. Also fährt jetzt nicht komplett weg, aber immer noch relativ safe, wenn er sich da keinen Cut oder keine DT zumindest holt. Rüsfeld auf dem Weg nach vorne. Kreling rein. Genau, haben wir gesehen. Auch Daniel Müller kommt jetzt rein. Eben eine DT gehabt. Jetzt zum regulären Boxenstopp, hoffe ich mal. Und dann ja, gucken wir mal, was da vielleicht noch geht nach vorne. 4 Autos aktuell noch unterwegs, die heute keine Punkte holen werden. Die Kurs fällt so ein bisschen auf dem Gras gerade. Also die Chance nach Punkte auch heute wieder gar nicht so schlecht. Ähnlich wie in den letzten Wochen. Da hat man, glaube ich, immer so 20 bis 25, nicht mal 25 Autos, glaube ich, im Rennen. Also die Chancen standen da immer ganz gut, mal zu punkten. So, Ben Utzer.
Markus Pielberg mit einer gelben Flagge. Müssen wir natürlich einmal recherchieren. Adisch jetzt vorbeigegangen. Die beiden waren ja eben kollidiert. Oh, das riecht auch schon wieder nach Schikane. Gucken wir mal, wie es passiert ist. Eingang ging gut. Zweiter Curb. Ja, der war's. Und da ging es auch noch in die Wand rein. Also der muss gleich auch noch mal ein bisschen reparieren. Da kommt Alisch, der BMW. Geht hier jetzt auf die sechste Position. Chris Hoske sehen wir im Hintergrund. Jetzt sind wir im Live-Bild. Der da direkt dranhängt jetzt. Ja, mal gucken, ob Pielberg direkt reinfährt. Könnte er. Halbzeit haben wir gleich. Also ist ja fast nach Plan. Muss, wie gesagt, dann nur ein bisschen länger stehen gleich. Ja, sieht danach aus. Jawohl. Geht also rein. Teamkollege hier im Audi wird erstmal die Position gewinnen. So, Daniel Müller kommt raus. Auf der letzten Position immer noch. Wer ist jetzt noch drin? Pielberg hatten wir gesehen. Benedikt Alisch auch reingekommen. Ja, wird ein bisschen mehr Verkehr jetzt geben in der Boxengasse. So, Dani kommt auch rein. Da ist der Aston Martin auf der 16. Ja, mal sehen, ob es noch was mit Punkten wird. Muss noch ein bisschen was passieren wahrscheinlich vorne. So, Husfeld immer noch auf der 3 mit der schnellsten Runde. Ja, die ersten drei fahren so 43er hoch. 43,9 alle letzte Runde gefahren. Sind da tatsächlich 200 nur auseinander gewesen im letzten Umlauf. Also sehr, sehr ähnliche Pace im Moment. Dahinter haben wir so 44, 45 Mittelfeld. Hinten nochmal einen Tick langsamer zum Teil. Ja, müssen jetzt so hauptsächlich die Boxenstopps abwarten. Dann gucken wir mal, was durch die Strafen dann sich getan hat. Ich denke, da könnte die eine oder andere neue Konstellation dann zu finden sein. Oh, Kreling auf der 18 mit einer SG30. Eieiei. Ja, SG30 tut immer weh. Auch wenn die Boxengasse jetzt nicht super lang ist hier, aber muss natürlich die 30 Sekunden nochmal stehen. Oh, Ficker hat einen Drift gerade. Gar nicht gesehen. So, gehen wir zu Utsa rüber. Daniela müsste jetzt aus der Box kommen. Utsa nämlich direkt ran an Don Salas. An Schneider. Don Salas dahinter. So, kommen die alle gleichzeitig rein oder bleibt einer länger draußen? Der Honda bleibt draußen. Der McLaren bleibt draußen. Der Aston Martin bleibt draußen. Ja, kann man sich überlegen, wenn man merkt, dass man schneller ist. Auch hier ein kleiner Quersteher beim Rausbeschleunigen. Wenn man schneller ist und sieht, der Vordermann fährt rein, dass man vielleicht nochmal zwei der Runden länger draußen bleibt, sofern man natürlich kann und den Sprit dabei hat, um dann ein bisschen was rauszufahren hier. Genau. Ja, hier quasi. Ja, kann man sich überlegen. Oder halt ja darauf hoffen, dass der Gegner den Boxenstopp ein bisschen versemmelt. Denn mal, ja, nochmal verschoben werden, kostet nochmal 1, 2, 3 Sekunden. Und wir sehen hier den Dreier oder das Dreiergespann. Das könnte dann 1, 2 Positionen bedeuten, die man da gewinnt oder verliert entsprechend. So, Chris Schneider und Kurt Hassel. Ich glaube, die hatten die beide eine Strafe. Ja, 5 Sekunden jeweils. Also relativ zueinander macht das jetzt nichts, aber klar, im Gesamtfeld schon. Michael Schneider dahinter 6 Sekunden. Also das wird nochmal knapp werden. Mal sehen, was sich da im Mittelfeld gleich tut. Könnte alles relativ dicht nochmal geschoben werden durch die Strafen da. So, Hillegeist, der fährt noch nicht rein. Schauen wir bei Witzmann rein auf der 2. Bleibt draußen. Nick Husfeld bleibt draußen. Gucken mal, Lukas Finke bleibt draußen. Ja. Dann gehen wir wieder zu McLaren. Ja, ACC und Box, das ist natürlich jetzt nicht gerade die Stärke in ACC mit dem so sehr präzise Stehenbleiben an den Simulationen. Da musst du nur ungefähr da stehen bleiben, das passt. Aber dass man hier doch recht genau da zum Stehen kommen muss, ist immer sehr ärgerlich. Muss man auch ein bisschen üben, je nach Fahrzeug, je nach Ansichtseinstellung natürlich auch. Muss man sich da irgendwie Referenzpunkte suchen. Aber irgendwann kriegt man das halbwegs hin. Ben Utzer musste gerade hier ein bisschen ausweichen. Wäre sonst hier im Honda draufgeknallt. Aber alles gut gegangen. Ersten 14 müssen noch mal rein. Ab Platz 15 haben wir schon wieder ein Boxenstopp bereinigtes Feld. Da die Abstände doch relativ groß. Ich schau mal kurz, Pielberg stand eine Minute, der musste ordentlich reparieren. Alles stand, glaube ich, relativ normal. Müller, Kreling auch.
Und dann haben wir noch Dani Daniela. Ja, da dürfte auch nichts repariert worden sein. Gucken wir mal kurz zu Schneider rüber auf der 8. So, Hälfte haben wir gleich rum. 30 Minuten noch gleich vor uns. Also am Start haben wir so ein, zwei Kollisionen gesehen. Auch dann die nächsten Runden gab es mal ein, zwei Kontakte. Inzwischen da ganz gut sortiert alles. Bisschen auseinandergezupft gerade durch die Boxenstopps. Durch die Strafen und Boxenstopp wird es aber wieder interessant werden, denke ich mal, an der einen oder anderen Stelle. Wir sehen ja hier noch Schneider an Hassel dran und dann noch Utzer an Schneider wiederum. Also die beiden Schneiders, die davor noch relativ dicht zusammen waren, jetzt 7 Sekunden getrennt. So, der Führende kommt rein. Da ist er. 3 Sekunden hat er, glaube ich, Vorsprung. Mal schauen, wie es nach dem Boxenstopp aussieht. Hat man natürlich die Option, hier auch keine Reifen zu wechseln tatsächlich. Also hier kann man nochmal 5 Sekunden sparen. Ob sich das dann ja aus Rennen rechnet, muss man selber mal gucken. Ich glaube, die Reifen hier doch relativ beansprucht auf der Strecke. So, Don Salas kommt rein. Der Teamkollege von Hillegeist, also Go Fast Racing, das Team da in der gleichen Runde reingekommen. Ja, Witzmann haben wir jetzt auf der 1 natürlich erstmal. Können wir ja mal kurz einfangen hier. Mal ein paar Führungskilometer schnuppern. Auf der 2 jetzt Husfeld, der da, ja, letzter Zeit nicht wirklich rangekommen ist. Sind jetzt da mal so 1,5, 1,8 Sekunden zu den Vorderleuten. 2 Positionen hat er ja gewinnen können. Jetzt hier, ja, gleich wieder auf der 3 wahrscheinlich unterwegs. So, da kommt er schon wieder raus. Boxenstoppzeit sieht sehr gut aus. Auf der 12 jetzt erstmal. Aber wir sehen hier alle, davor müssen ja nochmal reinkommen. Das heißt, Boxenstopp bereinigt wird er hier auf der 1 auf jeden Fall mal bleiben. Müller hatte eine DT. Der war gestartet von der 20 aber auch nur. So, Alisch an Linz vorbei, weil der in der Box steht. 15? Oder haben wir noch einen anderen Müller? Kann auch sein. So, Witzmann rein. Damit jetzt Husfeld mal der Führende. Also, die kommen hier, ja, immer eine Runde später rein. Wenn ich auf Daniel Müller gehe, unter mir seht ihr die rote 2. Da ich ja von Anfang an auf dem Server war, müsste das auch hinhauen, dass er von der 20 gestartet ist. Also jetzt auf der 18 unterwegs. Ja, aber läuft auf jeden Fall trotzdem nicht so gut. Mal gucken, ein, zwei Positionen kann er sich vielleicht nochmal holen, da die Abstände so 4 Sekunden. So, Pierberg hier gerade dran an Dani Daniela. Das ist boxenstoppelreinigter Zweikampf. Also vielleicht geht's da mal vorbei. Dani kämpft hier immer wieder um den einen Punkt. Jetzt gerade wieder auf der 15 unterwegs. So, im Mittelfeld jetzt einige in der Box. Hassel Witzmann reingekommen. Pierre Meyer ist reingekommen, der sicherlich ein bisschen reparieren dürfte. Husfeld bleibt noch draußen. Finke, Hunter sehen wir da alle vorne, die zum Teil aber noch Strafen haben. Oh, jetzt die Innenseite Richtung Schikane. Aber ich denke mal, der Porsche wird da nicht zurückziehen. Versucht jetzt die Nase da reinzuhalten. Zu zweit hier durch, haben wir heute noch nicht so groß gesehen. Funktioniert so halbwegs, würde ich sagen. Ohne großen Kontakt. Also ganz, ganz stark verteidigt von Daniela. Gucken wir mal hinten raus. Witzmann kommt jetzt derweil aus der Box wieder raus. Und dahinter haben wir noch einen Porsche. Dürfte aber keine direkte Position sein. Leichter Quersteher. Mal gucken, der Porsche auf der Innenseite versucht es hier wieder. Aber jetzt wieder Außenseite. Also doch wieder in den Windschatten gehen. Aber wie gesagt, am Ende dieser Geraden unten kann man auch mal versuchen, sich daneben zu setzen. Muss man aber hoffen, dass der Mitstreiter hier mitspielt. Versucht es hier sogar. Und wie gesagt, jetzt immer sehr spannend. Was passiert da? Und wir sehen der Porsche Nase leicht vorne. Aber dann jetzt wiederum auf der Innenseite. Ah, jetzt hat sie aber, glaube ich, den Kampf verloren, oder? Geht der Porsche zu weit? Ah, jetzt ist er, glaube ich, vorbei. Jetzt geht es nämlich wieder eng rechts rum. Also, das war eine schwere Geburt für Markus Pielberg. Aber hat sich hier die Position holen können. Genau, Husfeld oder Finke müssten das dahinter gewesen sein, der gerade in die Box oder beide in die Box rein sind. Also Markus Pielberg ist hier auf der 15 unterwegs. Pierre Meyer müsste direkt davor rauskommen, jawohl, sollte auch vorne bleiben. Ja, Daniela guckt aber nochmal außenrum vielleicht. Ja, wird immer schwierig hier. Aber damit haben wir jetzt 3 Autos auch hier wieder schön dicht hintereinander. Ja, keiner, der sehr lange draußen bleibt offenbar. Zumindest nur noch Tim Schafhauser und Lukas Hunter, die rein müssen. Also das heißt, auch Husfeld ist reingekommen und Finke ebenfalls. Da haben wir noch so ein paar Strafen gehabt, die da abgesessen werden müssen. Hunter unter anderem und Chris Schneider, der in der Box ist, gerade auf der 5. Also bin ich mal ganz gespannt oder sehr gespannt, wer da wo gleich rauskommt.
Rennleitung ist zufrieden, ja, sehr schön. Ein paar Kontakte gab es aber, haben wir ja gesehen. So, gucken wir mal. Hillegeister ist er. Husfeld kommt gerade raus. Mal gucken, müsste nicht noch einer vorbeigehen. Witzmann. Oh, 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 Zeitpassal geht's hier raus. Und mal gucken, ob Husfeld sich jetzt so durchsetzen kann mit seinen noch recht kalten Reifen, würde ich sagen. Oh, Witzmann jetzt hier natürlich die Innenseite noch ein bisschen im Hintertreffen. Oh, das ist aber ganz eine knappe Angelegenheit hier nach dem Boxenstopp. Können gleich nochmal gucken, ob alle Reifen gewechselt haben. Innenseite jetzt erstmal. Bisschen besseren Grip hat er vielleicht. Aber hier guckt Husfeld, dass er sich daneben halten kann. Rechtsknick, hoffentlich nicht zu viel Körb mitnehmen. Lassen beide aus. Lassen sich hier Platz. Oh, da könnte Witzmann eventuell sich einen Cut geholt haben. Aber der will sich nicht geschlagen geben. Auch hier im Linksknick geht zu zweit durch. Na, nicht ganz. Porsche lässt da Platz, hat damit gerechnet. Aber Witzmann hat vielleicht auch ein bisschen drauf spekuliert, dass der Porsche zu weit geht. Aber hier, ja, scheint der Porsche sich da doch erstmal durchzusetzen. Ganz knappe Kiste. Also hier nach dem Boxenstopp gab es den Wechsel auf 2 und 3 ist das Boxenstopp bereinigt. Lucas Santa jetzt auch drin. Das heißt, wir können uns die Boxenstopps hier ausblenden. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Also doch alle relativ um die Hälfte rum reingekommen. Also das war mal richtig knapp. Finke jetzt hier auf der gleich vierten Position. Alle standen auf der 5. Aber da sind die Abstände jetzt noch etwas größer. Wie gesagt, da hatten ja auch ein, zwei Autos nochmal Strafen. Dann gucken wir mal wieder zu Markus Pielberg, der an ja, Pierre Meyer dranhängt. Dann Daniela dahinter jetzt 3 Sekunden. Da nähert sich eventuell nochmal Linz Live an. Schauen wir mal. Ah, gucken aber erstmal hier auf 3 und 4. Moin Marvin, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Wie lief's heute? Snetterton und Kota stehen ja, glaube ich, auf dem Programm. Auch spezielle Strecken, sage ich mal. So, gucken, Lucas Hunter immer noch in der Box. Ja, gucken, wo der gleich rauskommt. Ah, schöne Bilder hier, Kurve 1. Ich glaube, ein sehr, sehr beliebtes Fotomotiv in ACC bei Sonnenuntergang natürlich. So, Hunter kommt raus, Alisch noch vorbei. Ja, Chris Hoske kommt da noch angeschossen. Der könnte aber zu spät kommen, würde ich mal behaupten. Ja, reicht nicht ganz. Aber vielleicht hat er ja schon warme Reifen und kann hier den Audi-Piloten angreifen. Moin, Pierre. Danke für den Raid. Ganze Familie gerade fertig hier mitfahren. Snetterton macht dich fertig. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, umso öfter man sie fährt, desto mehr kommt man damit klar, logischerweise. Aber ist jetzt auch nicht die beliebteste Strecke bei den Leuten. So, also Boxenstopp sind durch, Strafen alle jetzt erstmal abgegolten, keiner jetzt mit einer DT oder ähnlichem unterwegs. Da scheinen also alle auch in der Boxengasse gut aufgepasst zu haben. Pitlimiter richtig rein und wieder raus natürlich. Und mal schauen, was hat sich jetzt ergeben. Also 2-3 haben wir hier. Witzmann, ja, nur noch in Anführungsstrichen auf der 3, von der er auch gestartet ist. Dann haben wir Hunter und Soske gesehen, die da Boxenausgang, ja, sich jetzt getroffen haben, die beiden Audis. Also haben wir noch dann Salas, auch sehr gut nach vorne gekommen, 7 Positionen. Müsste eigentlich einer der besseren Ergebnisse sein, ne? Ja, 6 Punkte hat er sich mal geholt. Platz 10 weiß ich jetzt nicht, wie viel es gibt, aber dürfte einer der besten Ergebnisse in dieser Saison für ihn sein, wenn er das hier nach Hause fährt. Sehr, sehr, ja, schön für ihn hier, würde ich sagen. Benutzer dahinter, 2,8 Sekunden. Und dann haben wir noch Pielberg, Meyer, wie gesagt. Daniela, Live und Müller hinten auch nochmal, die da näher zusammenrücken. Ja, Stefan Krehling ein bisschen ab vom Schuss. Halbe Minute Rückstand auf Position 18. Der wird da jetzt nicht mehr so viel ausrichten mehr, nehme ich an. Ja, 12 Positionen verloren von der 7 hier. Man übt die auch nicht freiwillig. Track Medals habe ich gemacht freiwillig. Ich bin ein Rennen mal gefahren, tatsächlich, was gar nicht so schlecht war. Aber seitdem auch nicht mehr. So, ich hatte noch gesehen, irgendeiner hat keine Reifen gewechselt. Müsste Dani Daniela sein. Die stand unter 30 Sekunden. Also sie dürfte da noch mit alten Schlappen unterwegs sein. Ja, dass jetzt so viel geholfen hat, da keine Reifen zu wechseln, weiß ich nicht genau. Von hinten, da drücken ja schon 2 Autos und dann ist eh nur noch Platz 19 da. Also auch heute wird es wieder schwierig mit Punkten. Aber mal gucken, vielleicht holt sich da vorne noch einer eine DT oder ähnliches. So, gehen wir auf Pielberg drauf. Moin Chromix. Ja, gut, das ist richtig, dass der Essen da nicht ganz so die Reifen verschleißt wie ein Porsche oder sowas. Fahren
wir mal Porsche mit, würde ich sagen. Ja, Abstand vorne, Hillegeist, 8,5 Sekunden jetzt nach dem Boxenstopp. Also der hat da ja viel Luft gewinnen können. Scheint heute auch wieder ein echt langweiliges Rennen eigentlich zu haben. Keine direkten Zweikämpfe, muss hier nur seine Karre irgendwie über die Strecke bringen. Aber das ja, muss auch gelernt sein, über eine Stunde hier sauber durchzufahren. Sieht aktuell sehr gut aus. Also womöglich kann er hier auf Hustelt wieder einiges an Position gewinnen. Müller, Linz live, da muss auch irgendwas passiert sein. Linz live hier ein bisschen weit gegangen. Und da ist Müller dann vorbeigezogen. Ja, hier geht es noch nicht um Punkte, wie gesagt. 17, 18 gehen beide leer aus heute. Ja, das ist der Vorteil auf der Strecke. Also, wenn du nicht ganz so schnell vielleicht bist oder der Hintermann schneller ist als du, dann kannst du hier mit einer sauberen Linie trotzdem sehr gut verteidigen. Ist natürlich frustrierend, wenn du der bist, der schneller ist, wiederum. Ja, also Hillegeist kann heute wieder so ein paar Pünktchen zumindest gut machen. Zwei sind es denn, wenn Hussfeld sich die schnellste Runde holt, dann hat er zwei Punkte wieder ausbauen können. Dann hätte er 54 Punkte Vorsprung. Ja, ist nicht viel, aber reicht auf jeden Fall. Wir müssten demnächst mal anfangen zu rechnen ja eigentlich, ab wann Hillegeist denn den Gesamtsieg holen würde. Muss ich mich mal hinsetzen, aber momentan, ja, hat er auf jeden Fall noch rechnerische Chancen, der Hussfeld. So, jetzt sehen wir hier den Angriff von Müller gegen Daniela, Kurve 1. Ein bisschen angelehnt hier, der geht's vorbei. Daniela da auch nicht zufrieden mit der Aktion. Betätigt hier gleich mal die Lichthupe. So, Linz live natürlich immer die Hoffnung, als der Dritte dahinter da auch nochmal durchzuhuschen, aber funktioniert nicht. Bleibt hier erstmal auf der 18. Spannendste Stelle gerade im Feld tatsächlich. Na, Hunter Zoske immer noch unter einer Sekunde auseinander. Aston Salas eine Sekunde. Maja Pielberg tut sich gerade auch nicht viel. Busfeld, ja, vor Witzmann kann sich da allmählich absetzen, wie es aussieht. Das war Fahrerflucht. Allein der Lack hat mit 50.000 gekostet, du Affe. Ja, ob der Lack wirklich so viel kostet, weiß ich nicht. Aber ganz billig wird er nicht sein. Dani Müller aber jetzt vorbei auf der 16. Aus seiner Startposition. 16, ja. Hab ich von 20 gesagt? Ich meinte 16 natürlich. Also von der 16 gestartet. Eine DT hat er schon. Eine SG30 wurde ja auch schon absolviert von der 68. Das ist nämlich Kreling. Daher auch, ja, dieser Abstand. Ohne die SG30 wird er hier auch noch hinten irgendwo mit jemandem kämpfen, nehme ich mal an. Was haben wir noch? 18 Minuten. Zwei Autos verloren, relativ früh. 19 haben wir noch auf der Strecke hier. Und wie gesagt, die allermeisten, ja, das ist quasi der harte Kern, die hier sehr, sehr regelmäßig unterwegs sind. Linz live auch immer dabei. Hier ein schöner Drift gerade, letzte Kurve. Also die hier auch in der Gesamtwertung immer, ja, unter den Top 20, 25 vertreten. So, Lukas Finke hatte ich gesagt, Gesamtwertung eher weiter hinten, oder? Ja, auf der 26, heute auf der 4 unterwegs. Ah, da bin ich mal gespannt, der müsste da wirklich einiges an Positionen gewinnen. Weil, ja, die vor ihm sind der Gesamtwertung da jetzt auch einige, die gar nicht dabei sind heute. Also der wird da recht zufrieden sein. Ja, Lukas macht hier Anordnung. Oh, Kurt Hasse mit der gelben Flagge. Ich wollte gerade mal zu Lukas gehen, aber jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was der Kurt gerade hier veranstaltet hat. Es ist wahrscheinlich wieder die Schikane. Aber auch hier an dem Kurt rutscht man mal gerne weg. Aber er nicht. So, schauen wir mal, was hier diesmal das Problem war. Wahrscheinlich wieder der zweite Kurt. Oh ja, da setzt er auf und wieder rechts. Geht's fast in die Wand rein, aber kann die Wand vermeiden. Na, ein Glück. Also da hat er jetzt, ja, glaub, nichts verloren, oder? Ich glaube, Schneider war schon davor, aber Donzala ist jetzt direkt dran auf jeden Fall. Genau, hier der Lukas Hunter. Aber hat vielleicht nochmal mit Chris Zoske zu tun. Oder hat die ganze Zeit damit zu tun, so rum. Fahren die ganze Zeit hier eine Sekunde auseinander. So, Kreling, gelbe Flagge. Okay, der hat wahrscheinlich gerade Platz gemacht für Ricardo Hillegeist, der BMW da oben, den wir gesehen haben. So, machen wir Zeitenvergleich zwischen Witzmann, Hussfeld 2 und 3. Ja, da sehen wir mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Also eher ähnliche Pace hier. Schnellste Runde auch jetzt nicht so weit auseinander. 43,8 habe ich hier stehen, aber ich glaube, wir waren schon mal niedriger. Resettet sich leider immer nach den Boxenstopps hier. Aber ich kann mal kurz in-game gucken.
So, Husfeld hat auf jeden Fall die schnellste Runde mit einer 1. 3, was war das? 43, 3, 4 irgendwas den Dreh rum. Ben Utzer auf der 11. Auch nur noch 1,5 Sekunden weg da von dem Zweikampf. Da gehen wir gleich mal hin. Lass mal gucken, ob Linz Live noch an Daniela vorbeikommt oder ja, ob sie auf der 18. Position bleibt. Wie ein Panzer, ja. Oh, jetzt Hillegeist mit der schnellsten Runde. 43, 3, 5, 2. Oh, der holt sich hier nochmal den Extrapunkt womöglich. Auch ein kleiner Drift hier in die Links rein. Also dann würde er sich, ja, 4 Punkte nochmal Vorsprung holen mehr. Oh, fahrbar Moment hier über die Curbs rüber. Da vorne Daniel Müller jetzt doch schon ein bisschen weggefahren, 3 Sekunden. Aber auch nach vorne 13, 14 Sekunden. Das wird noch schwierig, die letzte Viertelstunde da wirklich was gut zu machen. Also muss man ein bisschen hoffen, dass Piebeck und Meier da nochmal irgendwie, ja, in die Bredouille kommen. Ah, jetzt kommt er hier eigentlich besser durch. Muss ein bisschen lupfen, um nicht zu weit rausgetragen zu werden und dann gegen den Aston zu fahren. Hier wird er jetzt auch noch nicht reinbremsen können. Aber er macht hier richtig gut Druck auf den Aston Martin mit der 596. Können gleich nochmal woanders hinschauen. Ah, Witzmann jetzt wieder einen Tick weiter weg von Husfeld. Also da vorne jetzt doch ganz gut geordnet. Bei den Abständen. Ja, wird es schwierig, tatsächlich nochmal einen Zweikampf zu sehen. Und geschweige denn Positionswechsel. Ah, wird er alles rausholen aus der Kurve. Wir sehen, wie weit er rauskommt. Und es hat offenbar halbwegs funktioniert. Zumindest, ja, bleibt er mindestens mal dran. Gewinnt vielleicht so 1, 2, 3 Meter gefühlt. Also wirklich nur minimal schneller. Und hält hier tatsächlich nicht rein. Ah, hätte ich mir fast gedacht, dass er da jetzt probiert, mal auf der Bremse daneben zu gehen. Aber nein, sehr geduldig. Der Linz bleibt da erstmal hinter dem Aston Martin. So, kommen wir noch kurz bei Zoske und Hunter rein. Was haben sich da die letzten 3 Runden getan? Wahrscheinlich nicht so viel. Abstand ja doch relativ ähnlich geblieben. Hier sehen wir den Zeitenvergleich der letzten 3 Runden. Ja, 0,3 Sekunden nicht mal Unterschied in den letzten Minuten. Also da tut sich nicht super viel. Heißt also hier konstant weiterfahren. Dann sollte es Position 6 werden. 4 Positionen gewonnen. Da wir ja die Boxjob schon längst durch haben, können wir mal hier reingucken, wer jetzt hier im Moment sehr gut unterwegs ist. Ja, Lukas Finke da vorne, der Einzige, der da verloren hat. Husfeld mit 3 Positionsgewinnen. Sonst alle fast gewonnen, bis 13 haben sie alle gewonnen. Pierre Meyer 3 verloren. Markus Pielberg 11 verloren leider. Also der, ja, dadurch den Schaden, 30 Sekunden stand er länger als normal. Ist also gut zurückgefallen. Ja, und dann Kreling natürlich durch die SG30. Die anderen beiden Autos nicht mehr mit dabei. So, gehen wir hin. Ja, Ben Utzer kommt ran an den, ja, nicht ganz Zweikampf, 1,5 Sekunden. Aber er kommt hier an Don Salas ran, wenn wir da die letzten 3 Runden gucken. Ja, deutlich schneller, halbe bis eine Sekunde ist er hier rangekommen an Don Salas. Also da, denke ich mal, wird das nächste Mal oder der nächste Angriff gleich stattfinden, wenn es vielleicht da nicht an Daniela rankommt. Alles andere doch sehr, sehr gut geordnet inzwischen. Aber sind ja auch nur 19 Autos, jetzt nicht ganz so viele. Also daher sehen sie auf der Karte auch schon ganz gut verteilt hier. Und da werden die meisten nur gucken, dass sie die letzten 12 Minuten nochmal über die Runden bringen. Ja, Hillegeist heute tatsächlich, gerade auch mit der schnellsten Runde nochmal, nochmal eine Zehntel gefunden. Auch heute wieder mit einem sehr guten Rennen. Auch letztes Mal, am Anfang war es relativ eng, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatte nochmal ein, zwei Kontrahenten gehabt. Aber dann hatten die sich, glaube ich, irgendwie auch verabschiedet. Weiß gar nicht mehr, durch Unfälle, durch Strafen oder irgendwas. Aber ja, auch da konnte er vorne wegfahren und ja, seinen Schuh fahren. Natürlich nicht ganz so spannend für die Gesamtwertung, fürs Rennen da vorne. Aber wie gesagt, sind noch ein paar ganz gute Leute dabei, die mitten in der Saison reingekommen sind. Also wenn die nächste Saison dann wieder mit dabei sind von Anfang an, könnte es vielleicht auch ein bisschen spannender werden. Also noch sehr, sehr gute Bedingungen zum Hotlappen, sage ich mal. Optimal um 20 Grad rum.
Also wundert uns gar nicht mal. Jetzt haben wir hier Daniel Müller mit einer gelben Flagge und setzt sich hier zurück. Ja, hat er hier einen heftigen Einschlag gehabt? Anders würde ich mir das nicht erklären, warum er sich zurücksetzen sollte. Da ein bisschen wackelig, kommt aber wieder auf die Strecke. Und dann nächste Kurve vielleicht das Heck gekommen. Ah, da gab es einen ganz komischen Gegenpendler. Aber Einschlag gab es nicht. Also der hatte wohl nicht mehr so Lust anscheinend. Genau, Lukas, wenn du dann wieder von Anfang an dabei bist, dann sehen wir da den neuen Gesamtsieger schon. Also Daniel Müller jetzt auch aus dem Game raus. So, jetzt aber vielleicht hier. Gibt es den Angriff? Ja, geht aus dem Windschatten raus. Letztes Mal hat er nicht hier angegriffen. Daniel geht diesmal aber auch schon auf die Innenseite. Letztes Mal ist sie, glaube ich, außen geblieben. Also damit eher sehr, sehr schlechte Karten für den Porsche, tatsächlich daneben zu gehen. Aber da knistert das auf jeden Fall mal im Karton. So. Hier gucken wir mal. Und sagen wir noch an Don Zallas dran. Kurt Hassel jetzt leicht abgesetzt hier 2 Sekunden weg. Der hofft natürlich darauf, dass die da im Hintergrund sehen, wir die beiden sich nochmal in die Haare bekommen. Dass er hier in Ruhe seine 9. Position nach Hause fahren kann. Ist ja von der 12 gestartet. Also da ging es auch ganz gut. Ja, ein Stückchen nach vorne hier in die Top 10 rein. Ja, Lukas, genau. So, können wir mal Hillegeist kurz reinholen. Hier sehen wir das. Da fährt er einsam und alleine auf der 1. Nur noch ein technischer Defekt kann ihm den Sieg nehmen wahrscheinlich. Moin, Fab. Ja, wie läuft's? Das, da kriegst du wahrscheinlich unterschiedliche Antworten von den Fahrern heute. Bei den einen sehr gut, bei den anderen weniger gut. Bei manchen so, ja, nicht gut, nicht schlecht. Dani versucht hier alles, die Position zu halten. Aber macht sie sehr, sehr gut, seit vielen Runden der Porsche direkt da dran. Ah, kleiner Quersteher jetzt. Vielleicht gibt der Aston Martin, der Porsche vielleicht auf die Innenseite. Hat jetzt wieder ein bisschen mehr Schwung, aber ja. Das nutzt hier nicht die ganze Track Limits aus, die ganze Streckenbreite. Also nicht ganz so viel Karma mitnehmen können, ja, wie es vielleicht möglich wäre. PWR, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Wir haben auch nur noch 9 Minuten. Auch schon gleich fertig hier. Ja, aber hält sich vorne. 8 Minuten 40 hat sie noch auf der Uhr. Oder alle auf der Uhr. Hat sie noch vor sich, hier das zu verteidigen. Gehen wir kurz auf Schafhauser. Der hat sich hier ganz allmählich an Position 12 rangefahren, an Schneider. Schauen wir mal hier auf die letzten 3 Runden. Ja, fast 3 Sekunden hat er aufholen können. Also nicht ganz 1 Sekunde im Schnitt pro Runde. Also Schafhauser hier nochmal schneller unterwegs. 8 Positionen hat er gewonnen. Schneider auch 6 Positionen gewonnen. Also für die beiden ging es auch gut nach vorne. Mal sehen, ob die nochmal tauschen hier. Sieht auf jeden Fall danach aus, dass der Aston Martin hier sehr, sehr gut Druck machen kann. Letzten 3 Runden, wie gesagt, sehr schön rangekommen. Aber jetzt heißt es hier irgendwie vorbeizugehen. Uiuiui. Hat aber gepasst. Sah aber kurz danach aus, dass es hier zur Kollision kommt. Also da kriegen wir vielleicht nochmal einen Zweikampf. Na, vielleicht sogar Dreikampf. Pierre Meyer ist ja auch noch dahinter. 1,8 Sekunden. Da wird es nochmal spannend. Da geht es dann auch mal ein paar letzte Punkte. Markus Pielberg auf der 15 kriegt noch 1 Punkt. Ich glaube, hier mal müsste 2 sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es 3 oder 4 dann sind, jeweils. Aber so ein paar Pünktchen will man hier nochmal schnappen. Hier Schneider hier mit der 896. Ja, vorne, wie gesagt, da tut sich anscheinend nicht mehr viel. Husfeld von Witzmann weg. Und RacePlays auch danke für euren Raid. Herzlich willkommen. Schon wieder Raid-Marathon hier heute. Alle kommen sie nochmal zu den letzten Minuten des Renns rein. Ja, aber wird auch gerade wieder ein bisschen spannender. Also hier um Position 12, 13, 14 auf jeden Fall. Hunter Zoska haben sie auseinandergelebt, sehe ich gerade. 2,5 Sekunden. Schneider Hassel, 1 Sekunde. Da können wir vielleicht mal in den Zeitenvergleich gehen. Oh, da sehen wir aber, dass der Hassel deutlich schneller ist, zumindest die letzten Runden. Da hat er richtig, richtig aufholen können. Da vorne ist auch schon der BMW. Also da gibt es auch nochmal, denke ich, ein ganz interessantes Finale gleich. Linz Live sehen wir hinten immer noch auf der 17. Noch ein Twixer, genau. Moin, moin, herzlich willkommen. Genießen wir nochmal die letzten paar Minuten hier. 2 3-2-Kämpfer haben wir tatsächlich noch auf der Uhr hier. Also Honda gegen Aston, gegen Audi. Sehr schöner Mix, auch wenn wir relativ viele Porsche dabei haben. Aber es sind die ganzen Monkey Town-Leute, die
sind daran schuld. Einige BMWs auch, ein paar sind auch schon runter, zwei Stück nämlich. Zwei Autos, ein BMW war dabei. Aber Porsche und BMW sind auf jeden Fall auf den ersten fünf Positionen unterwegs. So, Hassel, ja, Schneider geht schon ein bisschen so auf die Innenseite. Aber ich glaube, viel Angst muss er jetzt nicht vor dem Porsche haben auf der Geraden. Vor allem, wenn der da noch so ein paar Autolängen weg ist. Da im Hintergrund sehen wir Don Salas noch, Ben Utzer. Ja, der ist doch ein bisschen abgeschlagen, ne? Von Don Salas war vorhin schon mal deutlich näher dran. Also auch da, ja, momentan kein Zweikampf in Sicht. So, was macht der Linz? Der guckt sich immer noch den Aston Martin hier an. Kommt nicht vorbei. Super, super schwierig anscheinend. 5,5 Minuten noch. Ja, das geht schon hier, ich weiß gar nicht, 10, 15, 20 Minuten oder sowas. Auch hier der Porsche bleibt sehr weit in tatsächlich. Vielleicht sollte er mal versuchen, da wirklich den Schwung mit rauszunehmen. Auch wenn es natürlich immer knapp ist, wenn du da vor dir einen hast, dass du da nicht drauf fährst. Aber vielleicht wäre das mal eine andere Variante. Muss man auch ein bisschen rumprobieren. Wenn das eine nicht funktioniert, muss man mal eine andere Taktik probieren. Und ja, auch ein bisschen unberechenbar bleiben vielleicht für den Gegner. Wenn er sieht, dass du immer die gleiche Kurve versuchst und anbremst, dann kann man sich drauf einstellen und das verteidigen. Aber wenn du mal angreifst, mal nicht, mal links, mal rechts, mal in der und mal in einer anderen Kurve, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen stressiger für den Vordermann. So, stressiger wird es gerade auch für Schafhauser, denn Pia Meyer, der will jetzt nochmal, ja, zumindest eine Position holen, vielleicht noch zwei, wenn es ganz gut läuft. Aber Rennen war ohnehin, ja, von Anfang an unter keinem guten Stern oder stand nicht unter einem guten Stern. Er hatte einige Kollisionen, beziehungsweise wurde dann nach Kurve 1 von hinten berührt und gedreht. Ist dann erstmal nach hinten gefallen. Mal den Verstappen machen, genau. Also da ein schöner, schöner Dreikampf. Kurt Hasse derweil dran und wir sehen wieder Chris Schneider auf die Innenseite. Ja, kann man mal abklatschen hier mit der Boxencrew. Okay, da wird man sich wahrscheinlich den Arm abreißen bei, aber hat hier gezeigt, da verteidige ich auf jeden Fall. Porsche hat einen Tick näher dran jetzt wieder, als eben 0,3 oder ja fast 0,0 muss man sagen. Schön dicht hier am Heck dran. Da geht es um Position 8 und 9. Da will man sich auch nochmal ein paar Punkte mehr schnappen. Also drei sehr, sehr interessante Spots im Fahrerfeld. Um Platz 9 haben wir einen Dreikampf. Um Platz 13 rum haben wir einen Dreikampf. Daniel Daniela Lenz live. Das ja, Duell, das ewige Duell mehr oder weniger. Seit dem Boxenstopp jedenfalls. Dann fahren wir doch mal bei Michael Schneider mit. Oder gerade zweimal runtergeschaltet. Oh, was war Ben Utzer los? Der verliert ja gerade richtig. Oh, der hat das Auto in dieser Linkskurve verloren. Ja, mit dem McLaren wahrscheinlich irgendwie den Körb zu viel mitgenommen. Mal gucken. Ah, ein bisschen aufgesetzt, da kam das Sack und dann der Gegenpendler. Ah, super, super ärgerlich. Und Linz derweil jetzt auch, oh, da geht es auch noch ein bisschen in die Wand rein. Da kam die Dreiergruppe jetzt vorbei, also drei Positionen gleich mal verloren. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal zu Linz live rüberschauen, der vorbeigekommen ist. Da haben wir es gesehen gerade noch in der ersten Kurve. Hier sehen wir nochmal das Ende des Überholmanövers. Also da hat er sich jetzt nach mehreren Runden mal vorbeibremsen können, wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir leider den Ausgang letzte Kurve nicht gesehen, ob er da vielleicht tatsächlich mehr Schwung geholt hat mal. Aber jetzt hat es hier endlich mal funktioniert. Und Linz live auf der 16 unterwegs. So, Ben Utzer, bin ich gespannt. Der ist hier auf der 15. 10 Sekunden ist das Duell, was wir gerade gesehen haben, dahinter. Oder? Ja, doch 16 Sekunden. Nicht ganz einig, ACC TV. Aber vielleicht wird es tatsächlich ja nochmal was mit einem Punkt für Linz live. Platz 15 wäre nochmal einer. Und Ben Utzer, ja, mit einem deutlich beschädigten Fahrzeug unterwegs. So, hier ist der Porsche noch nicht vorbeigekommen. Kurt Hassel. Gonzalez schaut sich das da so ein bisschen an. Ah, der wird nochmal alles in die Waagschale legen, hier vielleicht nochmal ranzukommen, vielleicht in der letzten Runde nochmal zu profitieren. So, zwei Runden dürfte es noch geben. Wir gucken mal kurz zum Führenden, der gerade Dani Daniela überrundet. Linz Live hat da jetzt vor sich 2 Minuten noch, also 2 Runden muss er noch hier, oder darf er noch fahren. Ist ja sehr, sehr entspannt unterwegs, würde ich mal sagen. Kann sich hier 2 richtig schlechte Runden leisten. Wird hier trotzdem das Ding holen und hat auch noch die schnellste Runde immer noch. Dann wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ändern. Also 31 Punkte hat er hier womöglich gleich dann nach Hause gebracht. Wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Letztes Rennen Belgien hat er ja auch gewonnen, schnellste Runde. Japan hat er schnellste Runde und Rennen gewonnen. Also sehr, sehr ja, häufig vorne unterwegs. Also wenn er ein paar schnelle Fahrer kennt, die ihm da gefährlich werden könnten, sollen die mal ruhig mitfahren nächste Season.
Oh, oh, ich glaube, Ben Utzer, oh, der ist schon wieder hier abgeflogen. Ja klar, der hat hinten einen draufgekriegt von der Wand. Also vielleicht das Heck nicht mehr ganz so stabil. Und jetzt ist, was mit jetzt live los? Oh, Daniel Nehler überholt hier gerade. Ah, es könnte ein bisschen zu weit sein. Nee, passt, wir gehen 20 Sekunden zurück. Das ist hier Kurve 2. Ah, ich glaube, der Porsche hat ein bisschen Schwung verloren, weil Hillegeister vorbei wollte zum Überrunden. Da oben sehen wir noch den McLaren. Und das konnte Daniela ausnutzen und ging hier vorbei. Und im Moment hält sie sich auch vorne. Also vielleicht doch noch heute ein Punkt. Ganz unverhofft hier. Nee, der ist noch nicht on final lap. Aber gleich. Oh, schöner Drift hier vom Porsche. Also vielleicht geht es ja doch nochmal mit einem Punkt nach Hause. Wie gesagt, hätte sie dann 7 insgesamt. Zweites Rennen, in dem sie Punkte holen würde. Ja, sah gar nicht so danach aus, aber wir sehen einen Unfall vorne, Ben Utzer jetzt auch in der Box und dann geht's wieder, ja, doch weiter auf die nächsten Positionen. So, Kurt Hassel kommt nicht am BMW vorbei, die haben gleich noch eine Runde Zeit, der Führende, hier ist er gerade in der letzten Kurve, dürfte aber noch eine Runde setzen, würde ich behaupten, außer er macht jetzt hier langsam, aber müsste ganz knapp werden. 5, 4, ja, jetzt geht's noch in eine Runde, also der fährt hier auch die letzte Runde. Auch wenn er hier warten könnte, hätte genügend Vorsprung. Aber gut, hier für die ganzen im Zweikampf. Zumindest die, die hinterherfahren und nochmal vorbei wollen. Ganz, ganz blöde Nachricht natürlich für Michael Schneider. Der wäre ganz froh, wenn das die letzte Runde wäre. Aber jetzt sind es noch 1,5. Ah, super, super eng hier nach einer Stunde. Da können wir, glaube ich, erstmal draufbleiben. Den anderen Dreikampf haben wir davor im Blick. Dann der Netherlands Live. Aber auch nochmal super spannend, denke ich mal, für beide im Auto. Also 17 Autos werden heute maximal ins Ziel kommen von 21, die heute gestartet sind. Also auch wieder fast eine Handvoll, die nicht beendet hat. Auch einige, die heute gar nicht erst angetreten sind. Ja, strafentechnisch ACC-seitig eine DT, eine SG30. Steht noch irgendwas offen? Nö. Aber am Anfang gab es da so ein paar 5-Sekunden-Strafen. Eine 15-Sekunden-Strafe, glaube ich, bei Pierre Meyer war das. War das bei ihm? Weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Aber sonst strafentechnisch relativ wenig. Haben wir auch schon gehört, die Reko hat heute nicht ganz so viel zu tun gehabt. So. Also, letzte Runde auch für das Dreiergespann. Da hinten sehen wir noch Markus Pielberg, der das Ganze da am Horizont hier sich anschauen kann. Also, wenn hier was passiert, könnte er sogar auch nochmal profitieren. Ja, gucken wir mal kurz hier Linz live. Ah, die sind aber jetzt auch schon in der letzten Runde. Deswegen können wir kurz draufbleiben. Daniel muss nochmal verteidigen. Der Führende ist nämlich hier ein paar Meter davor. Das heißt, die werden hier gleich das Rennen für sich schon beenden. Wir bleiben kurz drauf. Ah, das müsste doch funktionieren. Hier ein Punkt für Daniela heute. Ja, außenrum rutscht leicht der Porsche weg. Das war's also. Linz Live wird dann also 16. werden. Weil, wie gesagt, Ricardo Hüllegeist vorne mit, ja, fast 10 Sekunden Vorsprung auf die 1 gefahren. Auf der 2 haben wir Nick Hussfeld tatsächlich nach vorne fahren können. Verliert jetzt hier aber 4 Punkte mal wieder auf Hüllegeist in der Gesamtwertung. Philipp Witzmann, ist auch solides Rennen. Immer da in Position 2 dran gewesen, immer mal wieder, ist auf der 3 gestartet, ins Ziel gekommen. Lukas Finke wird 4. Aber wir gucken nochmal auf die letzten 2 Kämpfe. Mal gucken hier, wo ist das Dreiergespann? Die sind hier. Ja, da können wir erstmal, ich weiß nicht, Beide sehr, sehr eng. Hier ist aber ein bisschen enger, muss man sagen. Richtig eng hier. Also, auch Michael Schneider mit 7 Positionsgewinnen. Gutes Rennen heute. Aber wir haben alle, glaube ich, gewonnen. 9 Positionen. Ja gut, Pierre Meyer jetzt vielleicht nicht. Aber die beiden hier vorne, der Honda und der Aston Martin, richtig gut nach vorne gekommen. Und ich glaube, da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Nee, die Linie kommt ja dann doch relativ zeitig. Also, das bleibt hier bei der Reihenfolge. Da war es nochmal eng. Genau, die haben wir gesehen. Die anderen drei, Schneider, Hassel, Donzalas, hat sich auch nichts getan. Halbe Sekunde war da nochmal der Abstand. So, und damit sind schon alle im Ziel. Ja, sind noch 2 in der Box hier. Aber sonst, ja, auf der Strecke keiner mehr unterwegs. Das heißt, das Rennen ist, ja, vorbei. War am Ende doch mal richtig, richtig spannend hier an vielen Stellen. Ja, vorne weniger, aber Mittelfeld und ganz hinten haben wir nochmal richtig schön 2- und 3-Kampf-Action gesehen. Sehr unterhaltsam hier. Bin mal gespannt, wie das Ganze dann in der Gesamtwertung dann in 2 Wochen aussehen wird. Nächste Woche, wie gesagt, Montag haben wir kein Rennen hier. Sondern dann in 2 Wochen, was hatte ich gesagt? Donington, genau. Dann am 6. Februar geht es dann weiter. Und 20. Februar das letzte Rennen. Und dazwischen noch Imola, genau. So, sehr schön, dann gehen wir mal kurz ins Studio rüber.
So, da sind wir. Da sehen wir sie im Hintergrund noch in die Box fahren. So, haben wir ein schönes Bild hinten. Und dann, ja, wo rate ich euch denn gleich mal hin? Gucken, was hier noch gefahren wird. Hier, ich ärgere euch mal. Ich schicke euch mal irgendwo hin, wo Snetterton gefahren wird. Könnt ihr euch das mal angucken hier zum Lasse von Unicorns of Love anscheinend fährt er. Ah ja. Ja, also schönes Rennen. Am Anfang ein bisschen da Kontakte gehabt. Dann war es mal ein bisschen ruhiger, aber am Ende haben wir nochmal richtig schöne Zweig-Dreikämpfe gesehen. Vor allem auch durch die Strafen vielleicht nochmal ein bisschen zusammengerückt oder getauscht, je nachdem. Da viele, die gewonnen haben, aber auch einige, ja, die leider ordentlich verloren haben. Vier, fünf Autos haben wir, glaube ich, auch nicht im Ziel gehabt. Also, ja, von allen wieder was dabei. In 2 Wochen geht es weiter hier in der Liga zumindest. Hier auf dem Kanal wahrscheinlich dann morgen wieder mit den LFM-Rennen. Mittwoch weiß ich gar nicht, wer Pro Series macht. Donnerstag machen wir irgendwas und am Wochenende haben wir auch nochmal 4 Stunden Silverstone bei Racing Quest abends. Also Samstagabend könnt ihr euch auch schon mal vormerken. Wieder volles Programm hier. Ich bedanke mich bei euch für die ganzen Follows, die reingekommen sind, für die ganzen Raids hier an Marvin, an Pierre, an PWR Racing, RacePlace. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr noch da gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich rate euch jetzt weiter. Lasst mal ein paar Grüße da. Ihr, der braucht noch 20 Follower für 150, steht da. Also vielleicht könnt ihr ihm da ein bisschen helfen. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend und dann wahrscheinlich bis morgen. Ciao, ciao.